Jo, was geht ab, ihr Jack Mac Big Macs? Was geht ab, ihr Maschinen, Digga? Na, guck mal, hat Kimmo hier irgendwie geschickt, der Jack Mac. Ah, da hab ich am Gönn. Warte kurz. Ah, da hab ich am Gönn, du Jack Mac. So, fertig. Was geht, ihr Big Macs? Heute wird rasiert. Losing my best friend. Gönn sich fettes Steak, du weißt Bescheid, Digga, Deadpool. Aber ich weiß nicht, ob ich heute so lange kann. Vielleicht gehe ich später saufen, Jungs. Deswegen, schau mal. Alter, 26 Packs. Jetzt fragen sich die Leute, woher hast du 26 Packs? Hast du aufgeladen? Nee. Ich habe einfach meine ganzen Ligen-SBCs fertig gemacht. Auf Ehre habe ich, was habe ich denn hier fertig gemacht? Ich habe einmal Premier League ja durchgehabt jetzt, ne? Dann habe ich, was habe ich denn noch durchgehabt jetzt? Ich habe die chinesische Liga durch jetzt und ich habe nochmal die zweite englische Liga durch. Sechs, aber nur billige Packs. Haram, saufen Haram. So ist es halt auf der Welt. Es gibt Sachen, die sind Haram, die muss ich einfach trotzdem machen, Bruder. Ach, scheiß drauf, wenn das Gameplay kacke ist. Scheiß auf alles heute. Heute nur gute Laune. Scheiß auf EA. Ich meine, ich liebe euch, aber wenn das Gameplay scheiße ist, scheiß trotzdem drauf. No, das sind einfach mal 4800 Münzen. Oh yeah. Alter, der arme Pro ist verloren. Der Pro ist schon verloren. Das sagt schon alles über das Spiel aus. Wenn Pro uns verliert, Digga. Das geht gar nicht. Pro uns kann gar nicht verlieren. Pro uns kann nicht verlieren, Mann. Oh, don't speak. No, no, what you say. Komm, stoß die Scheiße ab. Komm, wir machen ein paar Packs auf. Guck mal, ich mach euch ein Versprechen, ne? Eigentlich wollte ich das für ein Video aufheben, aber wenn ich aus den ganzen Billo-Packs, ja, da sind einige Billo-Packs dabei, ein Workout ziehe, dann ziehe ich alle Packs in dem Stream noch. Okay? Da sind einige Billo-Packs, die mache ich zwischen den Spielen auf, aber es sind auch geile Packs dabei. Hier, 50k-Packs, seltene Dings, ja. Wenn ich ein Workout aus den Billo-Packs bekomme, mache ich alle Packs im Stream auf. Der arme Pro uns, wie steht der? 3-1, das habe ich noch nie gesehen. Pro uns und 3-1. Da war ich schon ein RIP-Spiel, Digga. Oh, direkt ein Loot reingekommen. Victor, ich hab erstmal von den Spenden gestern ein Steak gegönnt, Kappa. Ja, Mann. War aber ganz günstig. Ich war bei Klobus. Wer kennt das von Koblenz? 10 Euro. 10 Euro. Oh, da kriegst du aber ein richtig geiles Steak, Digga, dafür. Das kriegst du nirgendwo für 10er. Oh, 2,5 oder was? Ja. Auf 200 IQ gestern Spenden eingenommen für das Steak. Alter, ich hab dreimal noch geschrieben. Der Casey bei EA Game Changer. So ein Ding ist das, ja. Wahrscheinlich EA Game Changer, Bruder. EA Gamecha, ich und EA Gamecha. Davor, bevor das passiert, hole ich glaube ich Top 100. It's no joke. Bevor ich EA Gamechanger werde, hole ich eher noch Top 100, Jungs. So, dann gehe ich dir sagen, mach noch ein Pack auf und dann gehen wir in das erste Game. Oh ja, don't speak. EA, please don't give me AIDS heute. Heute nur gute Laune. Wir machen noch ein Billo Pack auf. Und das ist ein Goldspieler-Set, Pack. Alter, Victor, der weiß direkt Bescheid. Drei Accounts, ey, Victor. Ich glaube, der ist schon... Ich mach den als einzigen Mod hier bei mir. So ein Ding ist das bald. Let's go. Komm, heute gute Laune, Mann. Steh 11-0 und hab eben einen Disconnect bekommen. Aber heute, ich glaube, das ist dein Internet, Bruder, weil du kannst ja auch kein Shareplay schicken. Deswegen, ich glaube, das ist dein Internet. Guck mal, dieser Junge muss heute, Jungs, ich sag euch jetzt eins, ne, Real Talk. Wenn der heute nicht abliefert, der Junge, der hat schon gestern okay gespielt, war in Ordnung. Aber ich will mehr sehen. Ich will so, wo ich sag, boah, das machst nur du, R9. Ja, er hat all die Tore, die er geschossen hat. Okay, die waren gut, aber da stand er 3 Meter vom Tor und hat die einfach eingeschoben. Ist nichts Besonderes. Torvorlagen waren okay. Wenn er heute nicht rasiert, Digga, ich verkaufe ihn und hol mir jemand anderes. So, let's go, Jungs. Heute wird rasiert. Don't speak! No! Love me, love me, die. Grüß dich, mein Freund. Hoffe, alles gut bei dir und auf einen nicen Stream. Danke dir, Mustafa. Ich hoffe auch, dass bei dir alles gut ist und schau mir mal, Bruder. Ich weiß nicht, wie lange ich heute mache. Vielleicht nur 2 Stunden. Ja, vielleicht gehe ich noch später raus, aber ich weiß noch nicht ganz genau, weil je nachdem. Ich hoffe, mein Kumpel hört. Jetzt hörst du zu. Je nachdem, wer mitkommt, schaue ich mal, ob ich mitgehe, weil...
Also manchmal, das ist so nicht meine Generation mehr, mit denen, die manche Leute halt, ist nicht meine Generation, wenn ihr versteht, was ich meine. So, nicht mehr meine Generation. Bin nur ein bisschen chillen, chillen, millen. Oh mein Gott, der Ketras haut direkt ein Mother Effin Prime Sub raus hier. Prime Sub, aber ja, ist doch sowas wie ein Prime Sub. Korrekt von dir, einmal für den Ketras einen schönen Strohhut-Emote. Gibt's nicht. Doch, die VIPs, mach mal meinen Strohhut-Emote rein, schnell. Bald kommt's auch neue Dings, wie heißt das, Emojis. Daniel, Bruder, korrekter Typ, Mann. Das ist so, da weiß ich direkt, direkt so Schleim, da weiß ich direkt, dass du korrekt bist, Bruder. Danke dir für dein, Dings, ne? Digga, Sebio! Heute bin ich spiel früher on, deswegen kann ich auch ein bisschen lauter schreien. Digga, Donation direkt, nehme ich auch gleich vor, Bruder. Oh mein Gott. Digga, wohin geht denn der? Komm, pass. Moin, bin wieder am Start. Korrekt, Digga. Ich lese gleich auch nochmal vor. Heute bin ich ein bisschen früher, deswegen kann ich wieder ein bisschen lauter rumschreien. Ah, oh, der ging auch nicht. Oh, Eusebio. Hey, wie viel Glück hat der Typ? Mann. Gomez, das ist eine Arbeitsmaschine. Ich feier Gomez, bin ich ehrlich mit euch. Bin eigentlich glücklich, dass ich ihn gezogen habe. Ach, Mann. Gib mehr, Casey. Das geht mehr. Das war billig gemacht von mir. Eusebio, auch eine Arbeitsmaschine, wie ihr seht. Eine fucking Arbeitsmaschine, Digga. Hello, hello. Like. Danke dir, Bruder, für den Sub und Orkun. Danke dir für den Euro, Digga. Ja, lese ich gleich nochmal alles vor nach dem Spiel. Wollen wir natürlich auch Spaß haben, einerseits Spaß haben, aber wir wollen natürlich auch, ja, versuchen, Elite anzugreifen wieder. Weil es die letzte Weekend League, wo es um ein bisschen was geht, würde ich mal sagen. Danach können wir noch mehr Spaß haben bei den anderen Weekend Leagues. Katra, danke dir auch da nochmal für die Donation. Lese ich gleich auch nochmal vor, Bruder. Aber der hat eh nichts geschrieben, aber lese ich auch nochmal vor. Boah, ich bin so voll, ey. Ich bin so voll, Jungs. Das glaubt ihr gar nicht, ne? Ah, Mann. Digga, hat er mich genommen. Hallo, Vieira, du Maschine. Ey, hallo? Danke. Taking all the other side. Digga, ich komm nicht mal gegen so einen anderen. Wie soll ich gegen die Guten gewinnen, Mann? Komm jetzt, Casey. Streng dich verdammt nochmal an. Oh mein Gott, geh ins Aus, bitte. Ja. Es geht ab, Jungs. Alles gut bei euch. Hoffe gut bei euch, ne? Hoffe, bei euch geht's. Läuft heute der ganze Tag. War geiles Wetter bei mir. Richtig nice Wetter. Aber Pollenallergie hat wieder ein bisschen, ja, ein bisschen scheiße gewesen bei mir. Ich nehme Medikamente, wie die ihr mir empfohlen habt. Aber trotzdem, es hilft nichts gegen diese scheiß Pollenallergie. Zu krank, ey. Bei mir. Dieses Jahr ist anders krass bei mir, die Pollenallergie. Voll nervig. Komm, machen wir erstmal ein Tor. Jetzt hier. R9. Rüberlegen. Juhu, Luck gehabt. Luck gehabt. Ich habe da einfach Glück heute, glaube ich. Fortuna ist heute auf meiner Seite. Kuss, Donation, Loots, lese ich gleich sofort vor, Jungs. Durchgehen Regen, als ob. Bei mir war so heiß, Digga. Ich habe geschwitzt ohne Ende. Durchgehen Regen. Ganzen Tag geregnet. Wo kommt denn her, Mann? Easy Elite, Jungs, sagt ihr? Na, schauen wir mal, Jungs. Der Gegner hat jetzt nicht das krasseste Team. Nicht schlechte Spieler, aber guck mal, Rice und sowas spielt damit. Da denke ich mir auch schon, Bro. Warum spielst du den? Oh, warum kriegst du dann? Heute nur gute Laune, Jungs. Kein Rage, komm. Kein Rage heute. Heute mag eine Weekend-League mag kein Rage. Komm, EA. Das schaffe ich heute, glaube ich. Und believe in. Oh! Das wäre nice gewesen, Eusebio. Schade, Mann. Schade. Kann man mal versuchen. Ah, Gomez, ich sag euch, Gomez ist ein fucking. Wie nennt man das? Arbeitstier? Ich glaube, das nennt man so. Arbeitstier. Der arbeitet nach hinten, nach vorne. Ist immer am Rackern. Immer Laufwege am Suchen. Gefällt mir, Mann. Gefällt mir die Einstellung. Der tut was fürs Team. Der weiß, es geht hier um viel. Genau dasselbe wie Eusebio. Aber da gibt's so Leute wie. Vieira so. Ja, Vieira spielt auch nicht so schlecht, aber der ist so ein bisschen faul gefühlt. Und R9, die hat
ziemlich faul sind und ich hatte Glück gehabt ohne Ende. Oh mein Gott! Er 9, der ziemlich faul ist, gefühlt. Oh, komm, komm, komm! Komm, bist du Arbeitstier! Nein, ich Idiot! Oh, mein, warum bin ich so immer so nervös vom Tor? Wie geht's dir eigentlich, Herr Manu, Bruder? Wie geht's dir? Du arbeitest doch jetzt wieder. Hab ich ja voll vergessen zu fragen, wie es dir geht, jetzt seitdem du wieder arbeitest. Muss ich mal gleich gucken, was du sagst im Chat. Oder schreib mir mal per Loot, Bruder, dann sehe ich das eh. Win-win, you know? Du arbeitest ja jetzt wieder. Bestimmt so, oh, ich hasse mein Leben. Ja, nach dem Spiel versuche ich auch wieder auf den Chat einzugehen, aber ich versuche wenigstens noch 2-0 gegen Zungen rauszuholen. Ihr wisst, was passiert, wenn ich immer leichtsinnig werde. Auch ein anscheinend schwacher Gegner wird auf einmal in der zweiten Halbzeit richtig stark, weil bei mir nichts mehr läuft. Guck, dann macht er das 1-1, dann ist wieder alles Katastrophe bei mir. Dann lieber jetzt konzentrieren, 2-0 machen, 3-0 machen und dann können wir quatschen. Kein Bock, solche unnötigen Spiele zu verlieren, die eigentlich wirklich easy Wins sein müssten. Komm jetzt, oh mein Gott, auf der Gomez, Mann. Die Pässe, ey, so werde ich gegen keinen guten Gegner gewinnen, so wie ich gerade spiele, ne? Ist echt... Komm, KC, verdammt nochmal. Der Gegner hat aber auch hier gefühlt Gameplay aus der Hölle. Komm, jetzt einen guten Angriff vor der Halbzeit noch. Einen einzigen guten Angriff noch. Ey, euer 9, Mann. Du hast einen fetten Körper, wofür ist er denn da? Komm, Kramos, pfeif ab, ne? Vieira? Oh mein Gott, ey, als wäre er unsichtbar, dieser Vieira. Du bist doch zu fett. Oh, Van Dijk, Digga, wichtig. Was, wie hat er seinen langen Bein da reingesteckt noch, ey? Komm, da hat Lewis decken, da hat Lewis zu zweit decken. Müsste reichen, Digga. Oh nein, shit, nice. Oh, okay. So, lese ich gleich vorne, alles Jungs, Donations, Loots, guck mal ein bisschen auf den Chat. Ja, arbeiten ist okay, aber schöner wäre nicht arbeiten und 1,7 netto verdienen. Ja, okay, man kann nicht alles haben, Bruder, man kann nicht alles haben. Vielleicht wirst du ja befördert irgendwie oder so, dann läuft der Hase besser. KC Stream und Pizza, was gibt's besser, was eine Pizza ist, du Häuses? Ganz ehrlich, viele feiern ja diese Hawaii-Pizza nicht, ich feiere das eigentlich voll, Hawaii-Pizza, ne? Feier Hawaii-Pizza eigentlich schon. Ich weiß nicht, Ananas passt da schon irgendwie meiner schon rein. Komm, Jungs, jetzt müssen wir mal noch das 2-0 machen. Ein langes Bein da reingesteckt. Ja, Mann. Du weißt Bescheid, Bruder. Wo ist der Victor? Der hat doch so... Der erzählt doch immer von seinen langen Beinen. Komm, Jungs. 2-0 muss her, Jungs. Ich weiß ganz genau, was EA gleich macht mit mir. Ich sag euch, 75. Minute wäre ich gefickt von EA, wenn ich jetzt kein 2-0 mache. Oder hier jetzt schon. Scheiße, Mann. Boah, ich muss andere Musik machen, die ist so behindert irgendwie gerade. Hey! Casey. Und das ist wieder Marcelo, den laufen lässt, ne? Ich glaube, Marcelo muss ich doch gehen lassen. Vielleicht soll ich mal Jordi Alba oder sowas ausprobieren. Ich glaube, Marcelo... Ist nicht mal den ich mal kannte. Der lässt die Spieler die ganze Zeit laufen, Alter. Das fuckt mich so ab. Gestern auch schon. So viele Situationen, wo der die Spieler laufen lässt, Mann. Aber trotzdem kein Rage, Jungs. Kein Rage heute. Weil ich hab R9! R9! Oh, wer ist das? Ja, ist das R9? Ja. Let's go, R9. Sowas will ich sehen. Wenn das noch ein paar Mal macht, bleibst du mein Team. Du bleibst mein Team, wenn du das ein paar Mal machst noch. Verlang es nicht oft von dir, aber wenn du es... Ja, paar Mal machst, dann bleibst du im Team, Digga. Solche Schüsse aus der Drehung. Delay, Bruder. Oh, Kickoff-Glitch. Pass auf, Kickoff-Glitch. Deswegen habe ich kassiert. Wegen Kickoff-Glitch fällt mir gerade ein, ne? Scheiß Kickoff-Glitch. Ich hasse das. Kann man nicht verteidigen. Habt ihr das Video von Kurt gesehen gestern? Auf Twitter? Da habt ihr einfach für 5 Tore hintereinander nur durch Kickoff. Das ist behindert, Digga. Schon nie gesehen. Oh, guck mal, der Vieira geht nicht drauf. Das ist ein Joke, man. Ich kann einfach nicht richtig drauf gehen. Ich hab die fettesten Spieler im Team und die gehen nicht richtig drauf, Mann. Als wären die einfach ein Geist. Alter, Gomez, diese Maschine. Gomez! Der ist so geil beweglich, ne? Ich sag euch, Gomez ist echt nicht schlecht. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Messi, so vom Spielertyp her. Der gefällt mir auf jeden Fall sehr nice. Vielleicht probiere ich auch mal Messi aus. Ich glaube, Messi wird mir auch gut gefallen. Komm, Gomez. Nice. Hoch nochmal damit. Nice. Ey, V-Ref.
Okay, dann nicht. Ah, shit, man. Good move, good move. Komm, komm, Van Dijk, let's go. Aber ach, habt ihr mal gemerkt, dass auch viele, Hutch Gorilla hat auch schon 2 Niederlagen. Die ganzen großen E-Sportler, die halt heftig sind, haben alle schon 2, 3 Niederlagen oder sogar eine zumindest. Das ist so krass, da merkt man, wie kaputt das Spiel auf einmal geworden ist. Ist ohne Scheiß so. Wie können E-Sportler, die normalerweise Woche für Woche 30-0 gehen, 29-1, schon 2, 3 Niederlagen haben? Ich weiß, das ist die verschwitzteste Weekend League, aber... Digga, da stimmt doch irgendwas im Spiel nicht. Ich sag euch, das stimmt irgendwas in dem Spiel nicht. Ich sag euch das. Da haben die irgendwas gemacht die letzten Wochen, Monate. Das ist sau komisch geworden, Weekend League, ey. Und das ist keine Ausrede, weil guckt euch die anderen E-Sportler an, die auf einmal jetzt schon nach 20 Spielen 2 Niederlagen haben. Wo gibt's denn sowas? Okay, es könnte auch dran liegen natürlich, dass die Leute ein bisschen besseres Team haben jetzt. Aber trotzdem, ey. Weiß nicht, ey. Auch viele haben gesagt, die kassieren komische Tore, passieren komische Dinge. Ist echt komisch geworden, ey. Ey, guck mal, ich lauf an ihm vorbei 2-mal, Mann! Ich trau mich nicht zu tackeln, weil es den Elfmeter dann gibt, Mann! Das ist Katastrophe, Mann, dass ich da nicht so... Ich hab einfach Angst drauf zu gehen, weil ich weiß, ich faul den dann, weißt du? Das ist immer so bei mir. Ich mach einmal Tackle, ist immer gegen sein Bein, nie gegen den Fuß, Digga. So Katastrophe, Mann. Deswegen lauf ich immer an ihm vorbei. Kann ich anders verteidigen? Ich verteidige mal ein bisschen anders. CPU-Verteidigung vielleicht. Bisschen CPU-Verteidigung. Oh mein Gott, was? FIFA-Teacher, Mann. Das ist kein Rage. Was war ein Rage, Jungs? Das war doch kein Rage. Das ist doch kein Rage, Mann. Auf der Gamescom eine Portion Pommes zusammen. Klar, ganz ehrlich, das geht auch, Toni, Alter. Toni, ne? Soll ich dich FIFA-Teacher nennen oder Toni? Auf jeden Fall, nachdem du mich schon 3, 4 Mal gehostet hast und ich dich nie, weil du halt immer morgens streamst, glaube ich. Oder vor mir auf irgendwie komischerweise immer. Ah, safe geht die Pommes dann auf mich. Sag Bescheid, Digga. Können wir auf jeden Fall Gamescom was snacken, Mann. Auf jeden Fall. Geht dann auf mich die Pommes. Eine richtig fette Pommes. Jungs, wir holen uns erstmal den Sieg und dann. Aber danke dir dafür. Auf jeden Fall. FIFA-Teacher kann man auch mal abchecken. Guter Boy, man. Guter Boy. Kann ich halt nicht immer die Streams gucken, weil der immer vor mir streamt. Kann ich immer nur kurz reinschauen. Digga, was für ein verschwitztes Spiel gegen so einen Bob, Mann! Das ist eigentlich ist das kein schlechter Spieler, aber das ist eigentlich ein Bob, sind wir ehrlich. Das ist ein Bob eigentlich. Eigentlich ist das ein Bob, ey. Guck mal, wie viele Probleme ich gegen ihn hab. Muss ich eigentlich weghauen, Digga. Digga, ich kann nichts machen, es dauert all... Mach doch ganz den Flick, der macht den Flick nicht mal. Das war's komplett. Was mache ich denn hier? Oh. Rullet? Komm, auf Rullet. Auf Ehre, auf Rullet. Auf Rullet! Oh. Schade, Mann. Und das ist kein Rage gewesen, Jungs. Also wer weiß, also jeder weiß, wie ich rage, Digga. Das war nur ein bisschen die Situation beschreiben. Das ist meckern vielleicht. Meckern kann man sagen, aber meckern ist nicht gleich ragen. Marcelo! Was habe ich dir gesagt? Aufpassen, Bruder. Nicht laufen lassen. Mein Gott, Digga, ich hab schon hinten bleiben gegeben. Trotzdem lässt er die Spieler laufen, der Marcelo. Das dauert auch alles so lange, ey. Oh, shit, Mann. Marcelo stark. Ja, das war's dann komplett. Und jetzt einfach ein Tor machen vorne, dann ist vorbei. Komm, Rullet! Rullet. Einmal rüber. Nein, einmal komplett rüber. Ja, Van Dijk, der lacht über solche Bälle. Van Dijk lacht über... Oh mein Gott, das war gar nicht so geplant. Das war auch nicht so geplant. Und dann kriegt er natürlich Rullet auf einmal. Ja, sein Fuß nicht schon wieder rein. Guckt euch das an. Last 10 minutes incoming. Last fucking 10 minutes incoming. Oh, was machst du da, Diria? Oh mein Gott, hab ich dein Glück. Was ist das für eine geile Melodie auf einmal? Mario Gomez. Over, Bro. It's over. Wie geht's euch? Nur am Ragen? Nein, das ist, wer mich kennt, weiß, was Ragen ist. Ragen ist bei mir, das wisst ihr ganz genau, was das ist bei mir. Ganz anderes Level Ragen. Ja, und ganz ehrlich, Bro. Oh mein Gott. Ich mach jetzt einfach, spiel das zu Ende jetzt. Wir schließen das Spiel ab jetzt. I'm sorry, Bro, aber, ey, du weißt, ich war der bessere Spieler, deswegen.
I'm sorry, bro, man. It's over. Gut, GG, Bro, GG. Aber ich bin nicht mehr so dumm. So, GG, Jungs. Die denken sich auch, Alter, was schreist du so früh rum? Ja, schon mal klopfen da oben, ey. Ist doch kein Ragen, Jungs. So, das war kein Ragen, Jungs. Sind wir mal ehrlich. Da musste sein, Jungs. Guck mal, ganz ehrlich, guckt euch das an. Ich war besser. Am Ende, das muss gehen. Muss ein bisschen hinten rumspielen, Digga. 2 Minuten ist okay, Jungs. Das ist kein Zeitspiel. 8-2 ist schon mal stabil. Guck gut, dass wir gestern nicht gespielt haben. Digga, Bruder, hör auf zu donaten. Bist du hier im Chat, Digga? Digga, also lesen erstmal alles vor jetzt und dann gehen wir weiter. Ist so, habt ihr es gehört? Ich glaube, die haben schon runtergeklopft. Die denken sich, sei mal leise, aber ist doch erst 9 Uhr, Digga. Hä? Warum klopfen die jetzt so runter, Digga, um 9 Uhr? What the fuck? War ich so laut jetzt? Whatever, Digga. Hä? Okay, auf jeden Fall erstmal danke an Kitras für den neuen, für die neue Mitgliedschaft. Danke, Bruder, schreib mal was rein, hau mal irgendein Emote rein. Orkun, danke für den Euro. Wir sind wieder am Start, korrekt. Katrak haut 99 Cent aus, ohne Nachricht, aber auch da danke an dich. Und dann haut FIFA-Teacher 2 mal eine Donation raus. Insgesamt 9 Euro. Hoffe, wir essen auf der Gamescom eine Portion Pommes. Auf jeden Fall auf meinen Nacken. Mit viel Mayo und Ketchup natürlich. Genau, so muss das sein. Oder mit der... heißt die Yippie? Wie heißt die Soße? Yappi-Soße? Die heißt doch Yappi-Soße, oder? Pommes. Yappi-Soße heißt die doch, oder? Heißt die Yappi-Soße? Wieder... Joppi-Soße, auch geil, Digga. Joppi-Soße, nicht Joppi. Joppi ist doch von Monte. Nächstes Mal noch die Loots fordern. Der Chiller, ey, KC, mach es bei mir zu krank. Der Flashback rasiert gegen den Strich. Joppi, ja, Joppi war das, nicht Joppi. Joppi. Joppi-Soße ist was, glaube ich, was ganz anderes. Joppi-Soße, auch geil. Ja, mach es. Ja, ist aber glaube ich teuer, ne? Wie viel kostet Maris? 600, 700k. Muss ich mal gucken. Wurde heute für 30 Tage gebannt, weil ich fucking ridiculous geschrieben habe. Adieu FIFA 19. Wie? Kasui. Schreib mal in den Chat oder per Loot nochmal. Was meinst du damit gebannt? Weil du so einem Gegner fucking ridiculous geschrieben hast, wurde 30 Tage gebannt? Auf FIFA? Geht das überhaupt? 600k. Ja, ich habe auch gesehen, John Bones hat verloren, aber es ist zu krass dann. Heuses, danke dir. Heuses 2 natürlich. Que passa, Permano. Stehe mit meinem Billo-Team 11-2. Okay, stabil. Hoffe, Gold 2 schaffe ich. Kuss, gestern 2 Game-Booster von Sack Plus bestellt. Ja, du weißt Bescheid, Digga. Warum nicht von meinem Partner Level Up, Mann? Die jetzt auch einen neuen Booster haben. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Einen neuen Booster. Ein neuer Booster. Gaming-Booster-Dose, Shake. Na, das ist überhaupt hin, Digga, von. Ich hab das schon hingestellt. Hä? Ah, hier. Ah, kommst. Nur 9,99 € mit meinem Code 9,49 € mit meinem Partner Level Up. Ja, beste Mann. Junge, Seven, was geht, Digga? So, alles fit bei dir, Bruder. Und auf einen geilen Stream. Danke dir, iCrash. Bei mir alles fit. 300 IQ-Looten, 300 IQ-Looten. Victor, du musst das nicht machen, Bruder. Mach das nur mit einem Account, wenn du Zeit hast. Das ist ein bisschen... zu übertrieben. Also mach das am besten nur mit einem Account, aber ey, ich danke dir auf jeden Fall. Hey C, kannst du bitte so geile Lieder lassen wie bei dem Rage-Video wegen Ibrahim? Wie, dann sag mir auch nochmal gleich per Loot, wie die heißen, die Songs. Ich habe die nicht vergessen. Dann mach ich die gerne an gleich. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein Pack aufmachen. So, die Regel ist, Jungs. Die Regel ist, ich habe ja 23 Packs, ich hatte 26 Packs oder 28. Ich habe ja ein paar geile dabei, ja. Nicht alle sind geil. Sobald ich von. Also, solange ich einen Walkout, also einen ganzen Billo-Packs, ja, wie hier die ziehen sollte, mache ich alle im Stream aus. Sonst behalte ich die für ein Video. Zum Beispiel hier so ein gemischten Spielerset. Wenn daraus jetzt ein Walkout kommt, mache ich alle im Stream auf. Packs, sonst, ja. Dann, sonst am Arsch. Dann machen wir 2 Packs auf, Digga, 2. Weil es so ein Billo-Pack ist. Dann gehen wir ins nächste Game danach. Und die, für die Leute, die fragen, woher habe ich das? Durch die Ligen-SBC natürlich. Die Ligen-SBC regelt. Öffne alle. Ja, das ist meine Regel. Ein Workout. Die sollen mir ein Workout geben. Aus den Billo-Packs. Dann mache ich alle auf. Sonst nicht, Digga. Ich kenne eh nichts, Digga. Sind wir ehrlich. Geile Erpressung eigentlich. Casey,
Kannst du bitte so geil, also habe ich ja vorgelesen. Mach mal nochmal diese deutschen lustigen Lieder an. Ich glaube, es waren Lagermusik. Ja, schreibt mal rein, Jungs. Wenn ihr wisst, wie die heißt, die Musik, oder wie der Song hieß, dann mach ich die gerne an. Mach ich gerne an. Ich glaube, das war irgendwas mit Produkt, irgendwas mit Produkt hieß ein Song. Wenn ihr das noch wisst, dann schreibt mir mal rein. Dann mach ich das sofort an. Was für eine Kackregel. Ja, ey, gönn oder gönn nicht. Bin eben voll eingepennt. Was geht, Junge, du Jack Mac? Ah, eine gute Stunde wird schwierig, Bruder. Ich brauch schon zwei, Digga, glaube ich. Also ich würde dann nachkommen, wenn Bruttosozialprodukt stimmt. Deswegen, ich schau mal, Bruder. Ey, FIFA hat Vorrang, leider. Wer kommt denn alles mit? Schreib mir mal bei WhatsApp, wer alles mitkommt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch komme, weil... halt, du weißt schon... Das ist geil. Ja, die Juli. Wer ist denn überhaupt Juli? Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das sind alles so. Keine Ahnung, Mann. Minderjährigen Gefahr, Junge. Das ist so. I don't know, man. Das ist nicht mal meine Welt, Bruder. Ich muss mal schauen. Schreib mir dann nochmal. Oder gibt's noch einen anderen Song? Wie hieß der andere Song? Der war geiler, Digga. Okay, stabil. Alter Masse, ich antworte dir jetzt. Digga, indem ich dich banne, du Jack Mac. Alter, heute haben wir den Jack Mac des Tages, Jungs. Jack Mac des Tages ist Marcel Walddorf. Du hast es gewonnen. Bing, 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 bing. Jack Mac des Tages. Heute gibt es bei mir immer einmal den Jack Mac des Tages. Pro Stream gibt es einmal den Jack Mac des Tages. Was du verdienst, was du bekommst, ist einfach Minus-Karma. Das ist dein Preis. Wir haben den Jack Mac des Tages heute gefunden. Marcel Walddorf, kannst du schön in der Schule rum erzählen? Ich bin Jack Mac des Tages geworden beim Casey. Kannst du schön angehen, Bruder. Klippt das am besten noch für dich? Das mehr wirst du wahrscheinlich im Leben nicht erreichen. Deswegen, größter Erfolg, den du jemals erreichen kannst. Der Marcel Walddorf, Junge, bester Mann. Grüße gehen raus an ihn. Der Jack Mac, Alter. Da, die Musik, ich höre, die Musik macht mich einfach aggressiv. Ich glaube, diese Musik macht mich echt zu aggressiv. Ich kann die nicht hören. Da kommt der Rage eigentlich schon, ist schon vorprogrammiert. Digga, einmal bitte einmal Hashtag Jack Mac für den Marcel in den Chat. Wuhu! Wuhu! Ich feier das nicht so. Diese Musik macht mich echt, glaube ich, zu aggressiv, Jungs. Ich muss, glaube ich, was anderes hören. Ich schaffe ja nicht ragen heute oder dieses Wochenende. Deswegen, das ist schon ein bisschen ragen, was ich gerade mache. Das ist echt nicht gut. Digga, komm bitte, Mann! Ey, warum geht denn immer einer daneben? Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Safe spiele ich gegen den Marcel, Alter. Safe ist der Marcel hier am Controller bei dem. Ja, verteidige wie eine Pussy, yeah. Das muss sein. Der bewegt sich einfach nicht, der R9, ne? Digga. Warum kann ich diese Dinger also nicht verteidigen gegen die? Digga! Der war doch... Mann, warum kann ich nicht mehr... Okay, alles gut. Tick. Bitte, Jungs, bitte, Jungs, bitte, Jungs. Ey, diese Musik macht echt, glaube ich, so aggressiv, Jungs. Kann ich nicht hören. Denk in deine Fresse, Junge! Hä? You like that? Bam! Das ist kein Rage, Mann. Das war kein Rage. Das ist kein Rage, Jungs. Ey, Marcel hat das auch provoziert. Das ist doch genau das, was er haben wollte, Marcel. Du hast es bekommen. Der nächste, Junge. Der Marcel Walddorf. Der sogar noch seinen Nachnamen. Jetzt weiß ich sogar Walddorf, Digga. Google ich gleich, Digga. Ganz gefährlich mit kompletten Namen. Leute hier im Internet zu provozieren. Ganz, ganz gefährlich, Bruder. Ganz, ganz gefährlich.
Ich sag euch eins, ne, falls YouTube irgendwas mal machen würde, dass man seinen Facebook-Account oder Twitter verbinden muss, keiner würde haten. Alle wären die größten Pussys, Digga, ich sag's dir. Die Leute haten ja nur, weil die anonym sind, weißt du, was ich meine? Ja. Von der Erde. Hier, da hast du deinen umfallenden Baum. Alles cool, Jungs. Ich hab mich da, ganz ehrlich, ich kann euch auch gleich sagen, was er geschrieben hat. So richtig unnötig sowas, ey. So ein unnötiger Scheiß hat er geschrieben, deswegen. Hat Marcel gemacht, Digga. Der hat einfach den Ibrahim 2.0 gemacht, Digga. Das hat er gemacht. Der hat einfach den Ibrahim nachgemacht gerade. Okay, noch schlimmer eigentlich, was er... Der Ibrahim war sogar eigentlich korrekt sogar noch. Der Marcel hat komplett den Baum abgeschossen. Gleich kriegt er noch einen Depp, der Gegner, weil er diesen Baum gemacht hat, ey. Spaß, Spaß. Heute ist alles gechillt. Elfmeter, Freistoß, irgendwas? Völlig losgelöst von der Erde passe ich den einfach zum Gegner. Ich noch gehen können eigentlich. Hey, ich wollte doch grad. Egal. Digga, ich wusste das, ey, aber was willst du machen bei der Connection? Warum mach ich auch immer diese dummen Pässe, ey? VRF? What? 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 Männer nehmen den Arm. Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich. Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Und Männer sind so verletzt. Boom! Warum macht das Boom, Digga? Hater sind auf der Welt einfach unersetzlich. Hater kaufen Frauen. Ersetzt aber einfach Männer mit Männer mit Hater. Da passt das perfekt, dieser Song. Oh mein Gott, warum mache ich sowas? Ganz ruhig, Casey, ganz, ganz ruhig. So ein Ding ist das jetzt. Du machst einfach einen ganz ruhigen jetzt. Oh yeah! Ey, Gomez macht so geile Runs, ne, Jungs? Gomez macht so geile Runs, Digga, das ist unglaublich. Wann ist ein Hater? Oh yeah! Alter, Hater kriegt einen Herzinfarkt, Digga. Oh mein Gott, dieses Spiel, Alter. Oh mein Gott. Ey, was ist da gerade passiert? Ey, was ist da gerade passiert, Digga? Digga, warum ist da noch ein Ibrahim? Ich weiß nicht, ob ich das als Joke mache, aber ich bann dich einfach. Mach einen zweiten Account oder dritten Account, Bruder. Ich bann dich jetzt einfach. Einfach keinen Bock gerade gehabt auf sowas. Ich weiß nicht, ob du das vor Fun geschrieben hast. Ich habe jetzt einfach gebannt, Digga. Keinen Bock auf sowas. Mach dir einen dritten Account. Ja, ich habe mir jetzt gesperrt, Digga. Ich weiß nicht. Du, was ist los, Jungs?
Alter, Jungs. Was hat der eigentlich geschrieben, der Isa Ibrahim? Guck, der ist ja nur am Provozieren. Ist das so ein Faker, der extra... Ich kann diese Musik nicht hören, Digga. Ich brauch was anderes. Gibt's noch irgendwie geile, so geil in diese Richtung? Auch andere Musik, Jungs. Ach, ist doch scheißegal. Ist doch ein Kompliment für mich. Pay-to-win ist doch ein Kompliment für mich. Ich weiß, dass viele das nicht glauben, dass es Free-to-Play sind, weil sie so faul sind, die Videos zu gucken, aber... Wie gesagt, jeder kann easy Klicks auf meinen Nacken kriegen, indem die mich exposen. Zeig mir, wo ich reingepayt habe, wo die Summe nicht stimmt. Aber, ja... Scheiß drauf, brauchen wir nicht mit diskutieren. Digga, wie kann es 3-2 gegen so einen Jackmack stehen? Mann, ey, warum kommt kein Passman an von so krassen Spieler? Wo ist denn mein... Digga, da war... für R9! Jetzt wirklich, also ich werd ein bisschen böse jetzt. Wirklich, das Gameplay ist ja anders ekelhaft gerade. Also eindeutiger kann ich den Stick wirklich nicht mehr irgendwo hinhalten. Eusebio lässt sich heute auch nicht mehr bewegen, gefühlt. Tja! Ey! Ich wollte schon gerade sagen, Digga, das kann doch nicht sein. Was macht ihr da mit den Lücken da hinten? Jungs. Digga, die Eusebios Runs sind so scheiße. Er läuft immer nach innen statt nach außen, wo es halt Platz ist. Hm? Digga, was ist das für ein Song? Da kommt gar nichts, Digga. Machen wir den nächsten. Digga, Ronaldo, guck mal seinen Antritt an, habt ihr das gesehen? Holy shit, ist das shit gewesen. Es macht so gar keinen Spaß mit sowas, die kein... Bin an ihm vorbei, aber kann irgendwie gar nicht mehr nach vorne kommen, ey. So noobfreundlich gemacht. Wenn ich vorbei bin, bin ich vorbei und... Nicht auf meinen Oh. Bitte gib mir nur ein O. Digga! Warum ist er heute so unbeweglich? Gestern war er so geil beweglich. Kein Sinn direkt drauf zu gehen. Ich schwör's euch, es macht keinen Sinn direkt drauf zu gehen. Ich treff eh keinen Tackle. Ich kann nur wie die ganzen Leute das auch machen. Räume zumachen. Mehr kann ich nicht machen in dem Game. Guck, es geht, macht keinen Sinn, dass ich direkt drauf gehe. Jeder Tackle wird direkt ins Nichts getackelt, ey. Warum läufst du nicht, Gomez? Kopf und Kragen. Digga, das war nicht so geplant. Bitte, das war nicht so geplant. Bitte, diese Pässe sind allen. Ich lese sofort gleich vor, Bruder. Das ist too much. Das ist too much, Bro. Das ist too much, man. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist too much, Bro, man. Das... Durch die Beine wieder, Mann. Wie oft? Über die Wolken? Ja, mach ich gleich, Bruder.
Das ist selber schuld, das ist selber verkackt. Das ist selber verkackt. Ich bin am Ende des Tages wieder eigentlich selber schuld, weil ich meine Chancen nicht nutze. Viera, starke Aktion. Let's go, Eusebio! Egal, ich danke dir, Bruder. Oh, cool, ich lese gleich sofort vor. Oh. Panzerkleber ist hier. Also kein Panzerkleber. Wenn es sein muss, sag mir Bescheid, wenn ich so viel am Raging bin, klebe ich es drauf, Jungs. Hat er noch einen Account gemacht? Ibrahim 3, Digga. Alter, der hat noch einen Account gelassen. Alter, mal gucken, wie viele Accounts du machen kannst. Ey, das ist der echte Ibrahim. Ich glaube, das ist ein Fake, Digga. Safe ist das ein Fake. Safe ist das ein Fake, Digga. Das ist doch nicht Ibrahim. Das ist niemals Ibrahim, Digga. Der wird das nicht machen, Jungs. Das ist nicht Ibrahim, Jungs. Ich glaube nicht, dass Ibrahim so ist, Digga. Get up, Real Pains, Digga. Alles gut bei dir. Ja, der Ibrahim ist nicht so, ist ein Faker. Hä, das ist doch Emotion. Wo hab ich geraged, Digga? Ich hab nur Let's go, Eusebio gesagt. Das ist doch kein Ragen. Let's go, Eusebio. Kann man doch wohl sagen. Bisschen freuen, ja, mit meinen Spielern. Wenn die mal was Gutes machen. Das machen ja nicht so oft die Idioten. Guck dir das an. Guck dir die Lücken an. Die hinterlassen, meine Jack-Max-Spieler. Komm, Cavani, du Jack-Mac. Cavani! Let's go, Cavani! Let's go, Cavani! Komm, Cavani. Wo ist der Cavani? Ich will ein Tor mitmachen mit denen. Boah, das ist so ein geiler Song, ne? Ich feier den Song schon. Oh yeah! Eusebio. Oh, Eusebio, die Maschine. What the fuck, man. Der ist so krass, der Eusebio. Der gefällt mir echt gut, der Eusebio. So nice, man. Engen Reise und Weise. Nur noch meinem Sagen. Ich weiß, dass Boruschel verloren hat. Braucht ihr nicht immer reinzuschreiben. Ich weiß, das ist sowas wie ein Gott, ey Jungs, sag mal ehrlich, Jungs. Ich muss gerade Real Talk machen. Wie krass ist dieser Gomez eigentlich? Ich dachte erst, er wäre scheiße, ne? Aber guckt euch das mal an. Digga, der hat einfach mal ein Tor gemacht und 3 Torvorlagen. Ey, dieser Gomez ist, ey, der ist MVP, Digga. Der ist krass, dieser Gomez. Okay, let's go, Jungs. Läuft doch heute ein bisschen besser. Vielleicht schaffe ich doch noch bis 10 Uhr irgendwas, Bruder. Schau mal, wie schnell ich das hinbekomme. Alter, Famezocker, was geht, Digga? Der Fame-Zocker heute auch am Start. Was habt ihr denn noch so? Man sieht nur meine Stirn, ja, das muss ich irgendwie mal ändern. Das Problem ist, ich muss richtig nah rangehen, damit ich alles halt sehe, damit es halt nicht so delayed ist, so, weißt du? Deswegen ist aber meine Facecam genau auf meinem Bildschirm drauf, also auf dem Monitor, deswegen ist das immer dann meine Stirn nur so sehen, wenn ich mich anstrengen muss. Donations vorlesen, danke dir, Dennis. Ja, Urkun, 1 Euro. Kannst du bitte über den Wolken anmachen? Dennis und Elias. Oder Elias. Über den Wolken soll ich anmachen. Okay. Über den Wolken wünscht sich der Urkun. Über den Wolken. Dann machen wir das mal gerne an. Warum nicht? Digga, Anmol Singh. Hau 2,29 Euro drauf. Inshallah verlierst du jedes Spiel und siehst nichts. Danke dir, Bruder. Kuss geht da raus. An deine Doni. Möge dir, was auch immer dir passiert ist, ich weiß nicht, ob vielleicht ein Asiate deine Freundin geklärt hat oder so und du jetzt ein bisschen mad bist. Möge aber, ja, möge alles wieder gut sein und dein Leben demnächst besser verlaufen und damit dein Hate auch ein bisschen weggeht, Bruder. Okay, Hermano, arbeiten ist okay, AMK. Nächsten Monat gibt's 100% Urlaubgeld und August 3 Wochen Urlaub. Danke, Merkel. Alter, läuft bei dem, Hermano. Ey, Casey, trust me, der Maris ist krank und gönn mal Solomon the way back. Okay, können wir auch gleich noch anmachen.
Gönn dir mal Billie Jean. 35. Anniversary Version auf meinen Nacken. Ist mega chillig, der Mix. Okay. Bro, aua, ist so krass. Den muss ich auch noch zu Ende machen. Stimmt. Ah, yo. Casey, probier sonst mal 4-1-2-1-2 und dann mit langer Passabwehr überlaufen. Dann funktioniert das, deine Flanken nicht mehr so gut. Was? Aber dann funktionieren deine Flanken nicht mehr so gut. Ja, ich mag eh kaum Flanken. Ich guck mal. Ich weiß auch nicht, manche Leute haben halt viel Hate in sich. Kann ich ja verstehen. Vielleicht hat er auch Weekend League verkackt gerade oder so. Aus irgendeinem Grund ist er halt. Und dann kann ich nur sagen, ey Bruder, alles Gute an dich, dass es ja, besser wird die Tage und die Wochen. Was, dafür hab ich das bekommen? Was heftig ist eigentlich, ne? Hm. Grüße gehen raus an Hashtag Ibrahim und Hashtag Marcel. Ja, was ist das denn hier? Wie kann man Nakata beleidigen? Mich beleidigen ist okay, aber Nakata die Legende doch nicht. Jetzt sind auch gut direkt bannen, Digga. Grüße gehen raus an Ibrahim und Marcel. Danke dir, Balkan-Boss. Ja, Jungs. Was immer auch in eurem Leben passiert ist, was euch ein bisschen jetzt, ja, diesen Hass hier bei mir im Stream rauslassen lässt. Ich hoffe für euch, ja, es wird besser. Es wird besser, Jungs. Ja, ich kann es verstehen. Lasst den Hass hier raus. Am besten mit Donations, ja. Das ist noch besser. Da geht das am besten, mit Donation da was rauszuhauen. Und dann hoffe ich einfach, dass es euch, ja, die Wochen besser geht. Egal, was passiert ist, Jungs. Kuss geht da raus. Alles wird besser, Jungs. Da geht alles. Liebeskummer, dies, das. Alles vergeht, Bruder. Arbeitslosigkeit. Vielleicht bist du auch sitzen geblieben. Ich weiß nicht. Irgendwas ist vielleicht Schlimmes passiert. Vielleicht vergeht das die Tage, die Wochen. Das wird alles mehr. In der Luft auf Sichtsbaracke. In den Pfützen schmeckt Benzin. Ein 20 IQ. Ja, ich versuche mal eine neue Taktik, Bruder. Neue Taktik. Die. What? Guck mal, direkt plus Karma bekommen. Neue Taktik, direkt plus Karma bekommen. Ja, moin. Bei den Wolken. Eieiei. Heiz und grenzenlos sein. Guck mal, direkt plus Karma bekommen. Direkt plus Karma bekommen. Blieben darunter verborgen und dann würde was uns groß und so, gehen wir ins nächste Game, Jungs. Am Mol Sink haut nochmal 99 Cent raus. Alter, einfach so ohne Nachricht diesmal. Guck, ich hab euch gesagt, Bruder. Ey, man muss einfach nur die Leute zuhören, ja? Guck mal, er hat eben gehatet. Und jetzt hat er mir einfach 99 Cent ohne Nachricht geschickt. Ohne eine Hate-Nachricht. Bruder, guck. Ohne das Kuss, egal was dir passiert ist. Hoffe, die Wochen, da wird's besser. Glaub dran. Ist heute wieder Rage? Nein, Bruder, Alter. Heute ist gute Laune, Mann. Heute ist gute Laune, Mann. Na, na. Hörst doch an der Musik. Ehre. Oh, der geht raus. Sync, ja, Sync ist auch eine bestimmte, sagt man das denn? Es gibt ja Leute, die tragen diese tragen Kopftücher und heißen Sync, glaube ich, ne? So, ich weiß. Ich hatte mal so einen Nachbar, der sowas getragen hat. Okay, Team ist nicht so krass. Ich muss mal andere Musik anmachen, Alter. Ich brauch mal bessere Musik. Deutsche Musik, okay. Oh, das ist geil. Das ist geil, Jungs. Und Alter, nochmal 99 an Mol Sync. Ich kuss alles von dir. Bester Mann, haut nochmal 9 Cent raus. Guck mal. Ich schreibe einen Hit. Die ganze Nation kennt ihn schon. Alle singen mit. Ganz laut im Chor. Das geht ins Ohr. Keiner tut davon genug. Alle halten mich für klug. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Guck dir mal bitte das Foto an, was ich dir geschickt hab. Mach ich gleich nach dem Spiel, Bruder. Bei Insta oder was? Ich hab den Limmy eben auch gesehen, oder? War der Limmy am Start? Das ist der Limmy. Alter, Limmy, was geht, Bruder? Das ist doch Mero, was ich gerade anhab, oder nicht? Das ist doch Mero gerade. Alter, rollet die Maschine, direkt mal gezeigt, was er drauf hat. Vielleicht schaff ich doch noch bis 10 Uhr, Bruder. Wie viel Spiel haben wir dann gemacht gleich? Ich will so bis 16, 17, 18 machen heute. Wir haben jetzt 11 Spieler, okay, wird doch noch 5 Spieler. Ich schaff's nicht mehr bis 10, glaube ich. Wird schwierig bei mir, Bruder. Ey, oh, ey, oh.
Eyo. Oh, Sebio, Mann, dieser Typ ist so anders krank. Muss noch kacken und so. Ich glaube, ich schaff's trotzdem nicht, Bruder. Ich weiß, dass Kacken bei dir eine Stunde dauert, aber... Ah, ja, noch ein Doni. Von wem denn jetzt? Choppy, Copy, Kobi. 1 Euro, ich lese gleich vor. Moin Casey, was geht, kann die WL nicht spielen, oh, weil ich im Urlaub war. Mach okay mal das Lied Centerfold an. Hätt ich. Lied, was soll ich anmachen? Centerfold, okay, mach ich dann in der Halbzeit oder ne, nach dem Spiel lieber. Nach dem Spiel mach ich das an, Bruder. Danke dir für 1 Euro und wo bist du im Urlaub? Also, ja, das werde ich eh jetzt nicht sehen. Aber viel Spaß dann im Urlaub, Bruder. Ist besser als Weekend League, Bruder. Gönn dir erstmal Urlaub, besser. Besser so. Ey, Eusebio ist anders krass. Danke, dass ihr mir empfohlen habt, ne? Ich finde Eusebio anders geil, ey. Ohne Scheiß. R9 muss ich echt noch gucken, ob nicht vielleicht echt Cristiano Ronaldo besser wäre. Aber ich muss sagen, Eusebio gefällt mir echt gut, Mann. So beweglich. Also gestern zumindest war er richtig beweglich. Aber sein Abschluss, seine Volleys, anderer Stern, gefühlt. Diese, guck mal, die Run. Ah, ich kann nicht dahin gehen. Was ist denn da passiert? Weo, weo. Ey, ich feier dieses Eyo, weo. Ist irgendwie geil, irgendwie. Weiß nicht, feiert ihr das? Yo, weo. War das schlecht von mir gemacht, Digga. Oh. Rolle, da, hey, du hättest zu absoluten Legende gemacht, hättest du den gemacht, Bruder. Inlässlich. Genau so wie du und ich. Hab ich eigentlich eben Lutz vorgelesen? Ja, gell? Irgendwann. Genau das Herkunft an. Warte nicht mehr lang. Ey, Marcelo, du Jack Mac. Alter, was war das denn für ein Katastrophentor? Ich wollte eigentlich so hier, den hier machen, ey. Digga, guck mal, das ist ein behindertes Tor, Digga. Da wieder los, Jungs. Ben, Road to Chloe. Alter, du bist mega schlecht. Junge, wie kann ein Road to Chloe-Spieler den anderen Road to Chloe-Spieler nach einem Gameplay beurteilen? Außerdem bist du eh 10-mal schlechter. Also laber keine Scheiße, Digga. Das ist voll traurig, Jungs. Also, Ben, Road to Chloe, safe hat deinen YouTube-Kanal. Ich check das mir gleich aus. Guck mir das gleich mal an, Bruder. Guck mal einer für mich, ob Ben, Road to Chloe heißt der. Ob der einen YouTube-Kanal hat. Dann check es mal ab. Was du denn so erreichst, Bruder? Ich hab gesagt, seid vorsichtig, Jungs, bevor ihr so eine Scheiße schreibt. Passt auf, dass ihr keine persönlichen Daten drin habt und nicht einen eigenen Kanal habt. Ah, I'm done hier. Junge, jeder wird hier geroastet dann. Dann können wir gerne mal anschauen, was du so ablieferst mit deinem Road to Chloe Team. Aha. Sei mal ganz, ganz vorsichtig, Bro. Kriegst dann den Shoutout deines Lebens. Und einen anderen Shoutout. So ein Ding ist das nämlich in deine Fresse, Bruder. Ben Road to Chloe, guck mal, ob der einen hat. Guck mir das mal an jetzt. Ben Road to Chloe. Kriegst ein Shoutout von mir, Bruder. Ne, Ben FIFA Mobile gibt's nur, okay. Doch, da! Ben Road to Chloe, 12 Abonnenten, 6 Videos. Ah, der hat die runtergenommen, scheiße. Ah, shit, Digga. Da haben wir 6 Videos gehabt, der hat die, glaube ich, runtergenommen. Shit. Ist doch kein Ragen, Digga. Das ist für euch Ragen, Jungs? Jungs, bitte, jetzt seid mal ehrlich. Dann seid ihr komplett falsch bei mir auf dem Kanal. Wenn das schon für euch Ragen ist, Bro, das ist kein Rage, Digga. Das ist bei mir noch normal. Dann musst du woanders hin, Bruder, weil Ragen ist bei mir... Oh, Digga, das ist ganz anderes Level bei mir.
Mach mal bitte deine Videos online, Ben Rotoclo, wenn du einen Shoutout haben möchtest. Das ist Shoutout deines Lebens. Du wirst safe über 12 Abonnenten am Ende haben, wenn ich geguckt habe. Oh scheiße, was mache ich da, ich Idiot? Bin ich komplett bescheuert? Ist doch voll. Ja, ist doch so. Ist nur meine Art so, wenn ich so. Ja, ein paar Hater kommen, dass ich ein bisschen vielleicht lauter rede, aber. Oder. Das ist auch mehr in des Games jetzt, hör? Geht hier um alles, Bruder. Pen Road to Chloe, Digga. Warum hast du keine Videos, Mann? 6 Videos hast du doch. Warum hast du die offline genommen gerade? Oder schon ewig? Ich hatte auch die schon vorher runtergenommen. Scheint aber nicht so gut zu laufen. Scheint aber nicht so gut zu laufen dann. Wenn du nach 6 Videos dann schon deine Road to Chloe beendet hast. Ist ja nicht so erfolgreich wie meine dann, Bro. Das ist aber, du hast safe reingebezahlt. Ich sag euch jetzt noch einmal, Jungs, warum es keinen Sinn machen würde, dass ich verheimlichen sollte, reingepayt zu haben. Ich kann das dann nicht von den Steuern abziehen. Warum soll ich es verheimlichen, Digga? Ich habe nur Nachteile, wenn ich das verheimlichen sollte. Ich gebe tausende von Euros aus, um das nicht angeben zu können. Also mache ich tausende von Euros Verlust. Weil ich angeben möchte, dass ich Road to Chloe Spieler bin, obwohl ich keiner bin oder was. Das macht doch 0% Sinn, Jungs. Setz mal ein bisschen euren Gehirn ein. Ich weiß, das hat keiner gesagt, aber das kommt voll oft dann irgendwann schon ab und zu mal vor, dass sie das sagen, das ist kein Road to Chloe. Komm, wir bringen mal Cavani, Digga. Wo ist der Cavani, Mann? Mach mal so. Mach mal Cavani, Mann. Ich will mal was von dem sehen. Cavani, wen habe ich noch? Savanier haben wir noch. Savanier, ey. Savanier bringen wir mal rein. Savanier und... Ja, komm, Witzel noch, oder? Witzel. Wie viel führen wir? 4-0? Ach, geht fit eigentlich. Können wir ein bisschen austesten. Machen wir mal, das haben wir schon gehört. Dieter Thomas Kuhn laufen. Ich muss mal gleich gucken, Alter. Ihr müsst mir aber ein paar Tipps geben, was für gute Songs in der Richtung gibt noch. Ich kenne die halt nicht alle mit Namen. Alter, Savanier ist richtig geil beweglich. Das meine ich, Cavani ist halt ultras unbeweglich. Bei einem schlechten Gameplay ist er halt echt richtig AIDS einfach. Da kannst du eigentlich nur auf den Flanken oder mit ihm schießen. Ist halt echt Katastrophe eigentlich dann Cavani. Deswegen kann ich ihn eigentlich gar nicht spielen. Tega! Okay, jetzt soll ich doch ein bisschen ernst machen. Ich glaube, der macht ein Comeback seines Lebens. Gibt's denn noch hier für gute Songs, Jungs? Mal andere geile Musik, Digga. Denkmal, ist das geil? Machen wir schnell noch ein Tor, jetzt Anschlussbug, man kennt ihn. Witze, oh mein Gott, was? Du musst doch nur vorbeischießen, Bro. Cavani, dafür bist du da jetzt. Dafür bist du da, Bruder. Ja, zu mir. Digga, hey, was macht der denn, der Gegner? Spielt er nicht mehr? Er spielt nicht mehr, glaube ich. Oh, Cavani, ey. Warum bannt denn hier niemand diesen Ibrahim, Mann? Ja, wie viele Accounts macht er sich noch? So ein Faker, das ist nicht mal der echte echte Ibrahim. Skip mal, was habt ihr geschrieben? Ich brauche mal gute Musik, aber in die Richtung würde ich mal hören. Heute mal ein bisschen so auf Deutsch-Pop. Hammer! Und... Hollywood weiß. Digga, hat er mich auseinandergekommen mit dem Trackback. Dann macht er so einen Scheißpass. Cavani, Junge, dafür bist du da. Komm jetzt, Cavani. Cavani! Oh mein Gott, du Jack-Mac. Digga, was kannst du denn, wenn du sowas nicht reinmachst? Digga, die müssen rein, Digga, Cavani. Henri? Was ist das denn für ein Henri? Ein Faker-Henri. Mal andere Musik, Digga.
Mero soll ich anmachen. Und das ist Mero, glaube ich. Das ist Mero. Digga, ist das. Oh shit, Digga. Mann, was mache ich denn? Puh. Erstmal schön Mero gönnen hier. Geile Zeit von Mero läuft hier. Das ist. Ja, was mache ich gegen den eigentlich, ne? Ich provoziere so das Gegentor. Ich provoziere echt das Gegentor, so gefühlt. Guck mal, guck mal! Kann er mal drauf gehen? Der dreht sich durch drei Spieler durch. Einer muss nur mal so kurz seinen Fuß reinhalten, aber ey, no Bock. Savanier, mal gucken, was er so drauf hat, ey. Komm, Savanier. Komm, auf R9. Oh, R9, Mann. Ganz anders. Alter, Witze ist ohne Scheiß. Witze ist eigentlich heftig, finde ich, als ZDM-Spieler. Ja, ich weiß. War eine geile Zeit. Ja, das ist doch Mero, oder nicht? Das ist nicht Mero? Das ist doch Mero. Ja, das ist doch Mero. Boah. Ja, dabei. Digga, was machst du? Das war für Cavani. Ach man, der Neun, der versteht auch nie, die Laufwege zu Ende zu laufen. Ach, macht der keinen Trick, Digga? What the fuck, Digga? What a shit goal, man. Oh my fucking God. Was ein shit goal, man. Holy shit, Alter. Das war FIFA 19 ein Tor zusammengefasst. Oh mein Gott, Digga. What a shit goal. Ja, das kann ich nicht mal gucken, ey. Oh, direkt Tor gemacht, der Cavani, ne? Maschine auf jeden Fall. Cavani, Maschine. War die Maschine, Alter. Wer macht so einen Kopfball, hä? Also dafür ist er echt gut für die Kopfbälle. Okay. Machen wir erstmal andere Musik an, Jungs. Machen wir echt andere Musik jetzt, Jungs. War echt mal andere Musik, Jungs. Noch 15 Euro, dann Mod oder was? Haha, kannst du bitte Ballalos anmachen? Ah, Mero. Mero haben wir eben schon zweimal laufen gelassen, Bruder. Ich danke dir trotzdem für den Euro. Kannst du Döf Kodo abspielen? Okay, das kann ich mal anmachen. Das kenne ich nicht. Kodo. Das kann ich gerne mal anmachen für dich. Ich würde gerne auf diesen Ben Hood reagieren, aber. Der hat keine Videos, Mann. Schade, Mann. Er hat auch alles ausgeschaltet. Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Auf diesem Kanal wird ausschließlich FIFA-Videos bekommen. Ich werde Tipps. Was denn? Wenn rumhatet oder was? Schade, mein Bro. Ich hätte gerne auf dich reagiert. Schade, man. Dann machen wir das mal an. Döf Kodo soll ich anmachen von Maxi 89 gewünscht. 2 Euro danke dir für den Support. Und Kobi, ja, 1 Euro ist im Urlaub. Mach mal gleich das Lied Centerfold an, okay. Centerfold soll ich noch gleich anmachen. Mach ich gerne auch gleich an, Bruder. Und dann lese ich mal ein paar Loots vor noch. Was für ein Song, Alter. Was für ein Song, Bruder? Was hast du dir gewünscht? Digga, das war's komplett. Ja, okay. Die Quali ist aber nicht so gut. Ich mach mal weiter, Bruder. Sei mir nicht böse. Ich geh mal so Centerfold als nächstes. Und dann lese ich mal ein paar Loots vor. Okay, das gibt Stimmung. Ah ja, ich soll noch Billie Jeans, 35. Anniversary-Version anmachen, okay. Dann haben wir Casey, wird Psychologe, er hilft Hater, anders der Typ. Anders! Du weißt Bescheid. Jo, push dich, du Ehrenmann, mach dir keinen Kopf. Es wird Elite, ich glaube, habe Gold 1 verschoked. Dir Gibby. Hast schon so viele Spiele gemacht, oder was, Luca?
Ali, Kuss geht da raus, ne? Danke für dein Loot auch, ja. Lass mal ein bisschen höher, dann mach mir Billie Jeans an gleich. Ah, Reflux, genau. 2,29 Euro soll ich ein Bild angucken und bewerten. Hier, oder was? Ah, okay. Gucken wir ganz kurz. Alter, haut denn dafür extra Geld raus, sogar der Reflux, der Arme. I don't know, was ich da machen soll. Egal, was soll ich dir sagen? Danke dir erstmal für den Support. Was soll ich da sagen? Du kennst das doch. Ich hab die Spiele genauso. Ist einfach, ja, da kannst du nichts machen, diesen FIFA. Wenn manchmal nicht läuft, dann läuft das nicht. Außer heißt halt irgendwie F2 Tex oder anscheinend Pro und schaffst das auch nicht mehr, Pro und. Ja, das ist halt, das Spiel ist halt dieses Jahr anders halt. Aber ich fühle mit dir, Bruder, ich schwör's dir, ich fühle mit dir. Ich habe die Spiele auch die letzten Wochen, jedes Wochenende gehabt. Ich fühl da mit dir, Bruder, ohne Scheiß. Bin zu schlimm. So, nochmal ein Billo-Pack. Zwischendurch so ein Billo-Pack. Ehre, yay. Ja, wenn ein Workout kommt aus den Billo-Packs, mach ich alle Packs auf, sonst nicht. Ja, guck ich mal Leinwand, Digga. Jetzt 17,6 lohnt sich Gold einzuschwitzen. Boah, weiß gar nicht, Bruder. Musst du wissen, Gold 2 war dieses Wochenende bei mir oder diese Woche bei den Rewards viel geiler gewesen als Gold 1. Aber ja, die Packs sind eigentlich besser, musst du selber wissen. Am Ende ist es eh eigentlich Glückssache. Ein Pack noch von den Billos. Ein Bock aus den Billo-Packs und ich mach alle Packs auf, sonst nicht. Gönn nicht, Digga. Der ist saugut, Bruder Jonas. Gomez ist wie, glaube ich, zum Messi gefühlt. Der spielt saugut bei mir, Gomez. Darfst halt nicht auf Flanken dann gehen bei dem auf die Seite. Weißt du, dann, wenn du nur Flanken gehst, dann kannst du mit denen nichts anfangen. Aber ohne Flanken, der ist saugut, Bruder. Ohne Flanken ist echt sau gut, Bruder. Boah, das wollte ich gar nicht machen, als Scheiß drauf. Ja, was wert, ne? Bin wieder da. Alter, Ibrahim. Bruder, jetzt ohne Scheiß versucht. Ich weiß, du willst ein bisschen auf lustig machen. Dann versuch dich auch ein bisschen zu benehmen. Du kannst ja Jokes machen, Bruder. Ganz ehrlich, dann kannst du auch deinen Account behalten. Bringt doch nichts, wenn du jetzt jedes Mal gebannt wirst und einen neuen Account machst, Brudi. Du kannst ja Jokes machen. Nichts gegen dich. Du bist eh ein Ibrahim-Fake. Ja. Kannst du Jokes machen, aber dann übertreib nicht, dann wirst du auch nicht gebannt, Digga. Weil das Problem ist, guck mal, was hast du davon? Machst einen Account, wirst gebannt. Machst einen Account, wirst gebannt. How is das fun, Digga? Bleib doch jetzt einfach normal, kannst du ein bisschen Späßchen machen von mir aus. Aber übertreib nicht, dann wirst du auch nicht gebannt, Digga. Ja, wir wissen, dass du ein Fake bist. Habt ihr denn, Billie Jeans, habt ihr gesagt? 35. Anniversary-Version soll geil sein. Okay, bin ich mal gespannt. Billie Jeans 35er. Okay. Oh, oh, oh. Nice, Digga. Digga, was sind das für Teams, die ich heute bekomme? Wie viele Coins hast du? Nur noch 200.000, Digga. Bald nichts mehr, weil ich Aua noch fertig machen muss. Puh! I feel it, man. Oh, das ist schon geil. Ich fühle es schon, ich fühle es. Es kommt wieder ein SBB. Nächste Woche versuche ich mal was aufzunehmen wieder. Das Problem ist halt, dieses Wochenende wollte ich mich auf Food Champions konzentrieren. Wollte mit meinem besten Team reingehen, deswegen brauche ich auch die Münzen. Vielleicht nächste Woche. Digga, guck dir das Anschussglitch. Das ist der fucking Anschussglitch. Ich hasse den, Mann. Da kannst du fast nichts machen. Da ist der immer direkt vorm Tor auf einmal.
Lauf doch vorbei, Mann, du Jack Mac! Alter, habt ihr das gehört? Ja. Hundeflor. Digga, wie delayed das Gameplay ist, ne? Anders eklig gerade. Digga. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, ich werd ohnmächtig. Was ist denn mit dem jetzt nochmal passiert, der Typ? Billie Jeans, nochmal Love. I am the one. Was ist mit dem passiert, Digga? Was ist da passiert mit dem? Digga, die ganze Zeit macht er nur Scheiße und haut er so eine Rakete raus. Also ich muss Kickoff-Glitch ganz aufhalten. Kickoff-Glitch aufhalten. So, korrekt. Jetzt Kickoff-Glitch weg. Ja, ich hasse Kickoff-Glitch, Digga. Das ist das Schlimmste. Digga, zu krank, ne, der R9. Das, der Typ ist anders krank geworden auf einmal. War nur da gerade. Sonst spielt er Scheiße. Ich fühle den Song. Oh mein Gott, Digga. Wie hat den rausgekratzt, der Jack Mac? Digga, wie hat er den rausgekratzt, Mann? Digga, was ein kranker Torwart der Allison, wenn er da drin hat. Digga, nicht mal Eckball. Ja, moin, das war's komplett. Das ist belastend, der Groms gewinnt halt keine Kopfballduelle. Oh, mein Auge ist wieder voll trocken, ey, durch die scheiß Pollenallergie, glaube ich. Was hat. Jeans, not my love. Woo! I am the one. Yes. Danke, Bruder. Ich lese gleich sofort vor. Lest gleich sofort, Bruder. Let's go, Jungs. Komm, wir machen jetzt fertig, Digga. Deck. 11 Meter. Was? Alle 621 voll sparen Ehre, kleiner als 3. Ich lese gleich sofort vor, Bruder. Ich lese gleich sofort vor, Bruder, ohne Scheiß. Ich habe jetzt gar nicht verstanden durch die Musik und so. Ich lese aber gleich nach dem Spiel sofort vor. The kid is not my son. Macht der R9 da? Ich glaube, der ist high auf einmal von dem Tor. Der ist vom Tor high geworden. Digga, ich habe gar nicht gesehen, wer da stand, Mann. Hihihi. Alter, ohne Scheiß, ich feiere die Version. Die ist richtig geil. Danke für den Tipp. Weiß gar nicht mehr, ich guck mal gleich, wer es mir nochmal empfohlen hat. Richtig geil die Version, feier ich. Ballert richtig gut rein. Die ist richtig geil, die Version. Eckball vielleicht auf Ehre? Ja. The kid is not my son. Not my love. Digga, wollte ich gar nicht hin, Digga. Mann, alles kaputt gemacht durch den falschen Pass. Da wollte ich auch nicht hin, aber. Digga, was mache ich da, Mann? Wie so ein Vollidiot. Verkackt, Digga. Richtig verkackt. Oh, Ramos, Digga. Der war so... Der fliegt immer, der Ramos, bei dem. Der fliegt immer, der Ramos.
Ihi. Ah, shit, man. Bin ich durch. Oh mein Gott. Oh, ey, ich dachte, ich hab den hier geaidet, den Arm. Oh mein Gott. Ja, ist scheiße. Den wollte ich gar nicht machen, den Move. Oh, der arme Digga, der wird so geaced. Ich glaube, sein Gameplay ist anders kacke, glaube ich. Digga, mach ihn noch mit links. Der wäre so geil gekommen mit links. Schießt er mit rechts, Digga. Macht gar keinen Sinn. Da wäre er niemals reingegangen mit rechts. Mit links wäre er richtig geil gekommen, der Schuss. Jeans. Digga, meine Augen sind so trocken, ey. Zu trocken die Augen gerade. Ich glaube, das sind die Augentropfen, die ich genommen habe, deswegen. Ja, ich wollte 2.0 machen, ne? Ich mach lieber als 3.0, Jungs. Ich spiele wieder rum, ne? Ich spiele wieder zu viel rum. Okay, this not my son. Van Dijk, Digga. Oh mein Gott, Van Dijk, Digga. Der ist so eine Maschine in der Luft. Hey, this not my son. Nimm Brille. Ja, ich muss gucken, Bruder. Geiler Song, ne? Geiler Song. Urkun hat nochmal einen Euro raus. Alle liken, abonnieren, Caseys Creator Code eintragen. 600621 ist die Gang. Alle 621 voll Spam. Ehre. 26 Euro erreicht. What the fuck? Okay, nein, ja, Urkun. Boah, aber das ist anders dominiert, gell? Der arme, Digga. Safe war der nicht auf meinem selben Rang. 11-2, jetzt muss ich überlegen, wie kann ich das verhindern, Jungs? Wie kriege ich jetzt ein gutes Matchmaking hin? Ich muss ein bisschen überlegen, Jungs. Jetzt erstmal ein paar Loots vor. Gutes Matchmaking bekommen. Warte, ich habe eine Idee, Jungs. Mir fällt was ein jetzt. Erstmal Loot vorlesen. Der Casey ist King Cup, Bruder, kann nicht schreiben im Chat. Keine Ahnung warum. Bitte, kannst du was tun? Gucke dich jeden Tag, bitte. Ja, ich guck dir, Bruder. Schreib mir nochmal auf Insta. Ich guck dann nochmal nach dem Stream danach. Bei Casey ist erst Rage, wenn der Controller fliegt. Nein, Bruder, dann ist vorbei schon. Hör Hans Entertainment, das passt fuck auf die Hater. Ja. Guck mal, Aua ist so eine Maschine bei mir. R9 ist ein Spieler, der den Ball direkt auf den Fuß bekommen muss. Und dann musst du direkt schießen. Ja, stimmt auf jeden Fall, Jack Mac. Wo spielst du Aua dann? Also welche Position? Ich weiß es noch gar nicht. Ich werde ihn, glaube ich, eher als Subspieler spielen werden. Also müssen. So, ich habe eine Idee, Jungs. Wir machen es so, Jungs. Ich habe jetzt eine Idee, wie wir das machen. Und zwar, wir machen erstmal ein Billo-Pack auf. Ja? Und hoffe, dass ich einen Walkout ziehe. Wir machen hier so ein Goldspieler-Pack auf. Bitte Walkout. Das war's komplett. Und zwar werde ich das so machen jetzt. Muss man. Danke, Bruder. Lese ich jetzt sofort sogar vor. Hey, David oder David, 2 Euro. Du hast im Stream gesagt, es sei die letzte WL, wo es um was geht. Ja. Wie meinst du das? Es. Oh, wie ich weiß, gibt's doch jetzt nur wieder Infos oder nicht? No. Wird das bei den Belohnungen? No. Hier, Bruder, hier. Ansonsten gönne ich dir Elite Brasco. Also, ich meine damit, es ist wahrscheinlich, weiß es glaube ich gar nicht, aber ich glaube, es ist das letzte Wochenende in FIFA 19, wo es um Team of the Season geht. Wie du siehst, es geht nicht um Informs. Du siehst hier Premium Team of the Season Pack. Das heißt, du kriegst ein Ja, ein Premium-Pack von dem Best-of. Du wirst drei Spieler von dem Best-of ziehen, wenn du nicht Pech hast und ziehst Kimmich, Allison und Oblak, machst du safe schon irgendwie 500 bis 1 Million. Das heißt, es ist möglich, dass du sogar mehrere Millionen machst, nur durch Elite 3, ja. Dann noch die Player-Picks, 3 Stück. Wenn du Glück hast, ziehst du Gibson? Ich glaube, Son gibt's gar nicht. Aber weiß nicht, wen gibt's da alles, der gut ist. Messi, Ronaldo, du weißt schon, ja. Das heißt, schon geil. Und danach wird wahrscheinlich dann nur noch Informs-Packs geben. Das heißt, danach geht es eigentlich um gar nichts mehr, weil die nichts wert sind, die Informs. Glaube ich sogar, ja? Außer die hauen noch was Geiles raus. Oder Sarabia, genau. Revenge Army, wer ist denn das, Bruder? Danke für deinen Host oder Raid, nennt man das so. Danke dir dafür. Heute muss ich noch, bevor ich los musste, zum See noch 3 Spiele machen, alle 3 verloren. Danach Trunk nochmal von 6-1 auf 6-4. Ja, Bruder, Stadion, das war's komplett. Bruder kann nicht in deinen Chat schreiben auf YouTube. Kannst du was schauen? Heiße Matthias. Okay, guck ich mal. Wahrscheinlich wurdest du gebannt, aber dann. Wer ist denn der Revenge Army, Digga?
Auf Ehre, danke dir, Bruder, für den Host oder Raid. Und was ich jetzt machen werde, ist so, ich sag euch jetzt, wie ich jetzt mein Matchmaking ein bisschen beeinflussen möchte. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ihr wisst, ich bin nicht der beste FIFA-Spieler, deswegen muss ich ein bisschen mein Matchmaking hier beeinflussen. Und zwar, ich werde es so machen, erstes Spiel nehme ich nur, wenn es heim ist, sonst nehme ich einfach das zweite Spiel, egal ob heim oder auswärts. Ist das okay? Ich denke, das ist okay, Jungs, ne? Danke dir, Bruder. Wer ist denn der Revenge Army? Ja, ganz hier Revenge Army. Wer ist denn das? Ah, Revenge 88. Okay. Danke, Elias, für die 5 Euro. Das, ach, kommt von Twitch extra hier rüber, als ob, Digga. Der kam von Twitch rüber, um mich zu hosten. Ehre, Mann. Ich guck den mal an. Hä? Der hat aber zum Beispiel... KC ist der Beste, Digga. Spielt GTA. Ja, bester Mann, Digga. Könnten wir gerne vorbeischauen, wenn ihr GTA mögt. Ja, aber ich stream's auch selber noch. So, The Real Pains, wie ich mitbekommen habe, kann man danach alle Team Season einfach ziehen. Also von allen Team Season, die kamen. Echt? Das wäre aber auch noch krass, eigentlich. Bei Silber 3 bekommst du, glaube ich, nur Scheiße, Bruder. Maximal bis 87, 88 Rating. Also wir machen so, den ersten nehme ich nur an, wenn es ein Hype-Spiel ist und danach nehme ich einfach jeden an, den zweiten Gegner. So ist eine gute, denke ich mal, gute Versuch, ein bisschen zu beeinflussen. Guck mal, ob es das hilft. Das ist ein Heimspiel jetzt, wenn er dran, wenn er nimmt, dann spiele ich gegen den. Okay, wir spielen gegen ihn, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Heimspiel, na okay, der geht raus. Das heißt, jetzt wieder Heimspiel oder ich gehe in den zweiten rein, glaube ich, ne? Das ist das Dings, dann gehe ich jetzt, nein, ich gehe in den zweiten rein, so. Mal gucken, ob du das irgendwie beeinflussen kannst. Ich will mal ein bisschen testen. Das heißt, das nehme ich jetzt, egal was kommt. Das nehme ich jetzt ran, egal wer es kommt. Gucken wir mal. Testen wir mal aus, ob man das Matchmaking ein bisschen beeinflussen kann. 99 Cent von T-Burg. S9S. Danke dir, Bruder. Auch hier wieder am Start. Ach, schon 10 Uhr, Digga, ne? Ich wollte eigentlich... Okay, ist nicht schlecht, das Team, aber es geht besser. Aber es sieht schon nicht schlecht aus. Wo ist denn der... Du, Alter, ich schaff das, glaube ich, gar nicht mehr. Saufen. Ich muss nachkommen, wenn überhaupt. Ich hab den mal gleich. Boah, ich brauch das nochmal, der ist so geil. Also wer es mir empfohlen hat eben. Geil! Diese Version ist so geil von Michael. Digga, geh da drauf! Och man, Viera, du! Check it out, check, Mac, Big Mac. Digga, wann passt du denn nicht früher? Ah, pass, nicht drehen! Nicht fucking drehen! Oh man, jetzt hab ich keinen Zugriff mehr! Mann, ich hab Glück! Mann, nicht drehen noch! Ich hab sofort gepasst an. Ach man, die drehen sich immer noch so 10.000 Jahre. Könnte ich durchdrehen, Digga. Nicht drehen, Jungs, nicht drehen, okay? Einfach nicht drehen, einfach passen. How about that? Wie scheiße, Digga. Das ist kein Foul, oh, komm. Eieiei. Der läuft natürlich wieder weg. Viera, besser. Ey, der spielt gerade krass, der Viera, ne? Sag ich nicht oft, aber der gerade spielt echt krass. Digga, wie geil. Gib einen Ball her, Junge. Beleidigung an Eusebio, dass du den Ball abnimmst. Oh mein Gott, wurde er genommen. Der wurde einfach genommen, der Eusebio da. Nein! Ich austicken, Alter, bei so einer Scheiße, Digga. Och man, warum braucht Kanté jetzt auf einmal so lange zum Passen, Mann? Das hat er nie gemacht vorher. Viera spielt anders gut gerade. Anders gut, der Viera. Nice.
ist so lächerlich, so durch die Lücken zu spielen. Ist gar nicht möglich, Mann. Es ist gar nicht möglich bei dem Gameplay. Piss dich, Digga. Digga, er wurde genommen, der Marcello. Ach, ich hab Van Dijk, Digga. Van Dijk regelt schon. Digga. Also wer noch einmal an ihn zweifelt, der ist glaube ich wie Messi einfach. Mit rechts. Messi mit rechts, Digga, Jungs. Dieser Gomez ist so krass, Digga. Wie macht der den Abschluss? Diese Trikots gibt's nur noch, gibt's nicht mehr. Die sind bei, die gab's mal bei so einem Twitch-Stream zu gewinnen bei EA. Gibt's nicht mehr. Sorry, Jungs. Hab ich geraged, Digga. Aber ich werd behindert, Mann. Das guck ich mir denn gerade an, Alter. Geh doch drauf, Mann. Willst du mich verarschen, EA? Spiel, Digga. Ja, ich weiß, das war Rage, Jungs. 10er PSN morgen. Wir sammeln das. 10er PSN schon mal auf meinen Nacken. Komm, pro Rage einmal ein 10er PSN. Ja, 10er PSN schon mal auf meinen Nacken. Oder Xbox. 10er, sammel mir. 10er, gibt's schon. 10er. Ja, 10er. 10er PSN von mir. Pro Rage einmal ein 10er, komm. Mein Rage. Das war auf jeden Fall ein Rage, das gebe ich zu, Digga. Was, guck mal, was da passiert ist auch. Was da, da kann man nicht ruhig bleiben. Ja, ja, krieg man, Bruder. Danke dir, ich lese aber gleich nochmal vor, aber krieg man. Das ist kein Rage, das ist kein Rage, das ist nur Frustration. Pass, pass, pass. Das Gameplay ist wie scheiße wieder, ne? Junge, ich wusste nicht, dass er sowas kann, der Vieira. Ey, 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 ey. Not my love. Das ist kein Rage, Junge. Ey, wenn ihr das übertreibt, dann mach ich die Rage, die Challenge weg, Junge. Das ist kein Rage. Ich sag, oh mein Gott, Vieira. Das ist Emotion, Digga. Das geht nicht. Das ist für mich kein Rage, Jungs. Ja, übertreib jetzt nicht bei jedem Sachen, das Rage, Jungs. Dann muss schon verständlich bleiben. Ich hab mich hier gefreut, Digga. Das ist kein Rage, Mann. Ich hab mich einfach gefreut, dass Vieira mal so ein geiles Ding hier raushaut. Woohoo! Den Billigen mal hier wegdrücken. Emotionen gleich. Ja, ist so. Soll ich hier sitzen und sagen, hast du aber sehr gut gemacht, Patrick. Digga, das ist, da muss ich mal kurz mal so ein Ja, Mann, raushauen. Einfach mal ein bisschen Emotionen zeigen, weil da freue ich mich einfach für den Vieira, dass er mal so ein geiles Ding raushaut. Muss auch mal sein. So, ich mache aber heute auch nicht alle Spiele. Also, wir haben 14 Spiele gemacht, Also, mein Ziel ist es, Jungs, also, es wird wahrscheinlich ein bisschen kürzerer Stream, weil ich eh vielleicht noch rausgehe. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich rausgehe. Muss gleich mal Kollegen fragen, wie es aussieht, die Lage. Vielleicht mache ich dann doch länger, je nachdem. Und zwar mache ich bis 16 bis 18 Spiele. Das heißt noch eventuell 2 bis 4 Spiele. 2 bis 4 Spiele. Je nachdem, wie es läuft, ne? Wenn es besser läuft, mache ich bis 18. Wenn es schlechter läuft, dann ein bisschen weniger. Schaue ich mal. Weil, Jungs, ich will natürlich jetzt wirklich auch ernsthaft nochmal Elite angreifen. Und das ist wirklich wichtig für jemanden wie mich, der nicht gut ist, auf dieses Matchmaking zu achten.
du kannst es einigermaßen beeinflussen. Es gibt Gründe, warum Freitag sehr wenige Pros spielen und warum Samstag auch wenige Pros spielen, ja. Es gibt einen Grund, warum alle Sonntag spielen. Es gibt da einen Grund, deswegen versuche ich das ein bisschen zu beeinflussen, besonders als jemand, der nicht gut ist. Weil wenn ich morgen dann irgendwie mit, ja, sagen wir mal 14-2, 15-2 reinstarte, ist natürlich anders geil, als wenn ich morgen mit 12-4 oder so reinstarte, ne? Oder 12-5. Ja, deswegen schauen wir. Danke dir erstmal andere Musik. Das, glaub, das lassen wir erstmal für Dings. Was schreibt er mir? Wann kannst du kommen? So, Jungs, warte. Die Pros spielen Freitag. Ja, die Heftigen halt. Nicht alle. Nicht alle spielen Freitag, sag ich dir jetzt schon. Die Guten, das ist eh scheißegal. Ein F2-Text kann spielen, wann er möchte, weil er der Beste ist. Ich rede jetzt von den Pros, die halt nicht immer alles abrasieren. Und unbedingt auf Krampf 100 holen wollen. Da gibt es ja natürlich auch welche, die halt nicht jeden rasieren können. So, jetzt lest mal weiter vor. Lutz X de Ober. Schreibt Casey, stand 2-2 und jetzt 21-2. Was? Dachte schon, Elite 1 wird nichts mehr. Das Wetten ist doch noch was und nur Heimspielen bringt nichts. Okay, nur Heimspielen bringt nichts. Ich mach meine Taktik dann. Und Mustafa haut nochmal Herzen raus. Kuss, Kuss, Kuss. Und schau mal, was schreibt denn der gute Wassim Krapp? Haut 2,29 Euro raus. Kriegt man Player Picks beim Best of Team of Season? Ja, kriegt man, Bruder. Kriegt man auf jeden Fall. Sollst du dann zumindest Silber 1 erreichen, dann kriegst du zumindest ein Team of the Season Spieler, der halt kein Cap hat, ne? Das heißt, wenn du Pech hast und du machst nur Silber 2, dann kriegst du wahrscheinlich, wenn du. Ja, kriegst du wahrscheinlich nur einen von den schlechten halt. Keine Ahnung, wie das machen. Ich muss mal gucken, wie das machen. Ah, ne, der. Ah! Mir fällt jetzt gerade ein. Best of, da sind ja noch die Scheiße dabei, ne? Stimmt, da ist noch die Scheiße dabei. Also, wenn du Pech hast, kriegst du halt die Scheiße dazu. Diese Rest of the World halt, ne? Ja, ich rage doch nicht, Jungs. Ich rage doch nicht. Jungs. Geh ins nächste Game. Ja, wir gehen jetzt gleich ins nächste Game. Ups, wollte ich nicht machen. Was wollte ich eigentlich machen? Ein Pack aufmachen, glaube ich. Und dann gehen wir wieder ins nächste Game. Mit derselben Taktik. Mit derselben Taktik von eben. Ich glaube, das ist echt gut. Gemischte Spieler, das ist, glaube ich, das letzte schlechte. Immer noch kein Walkout, Mann. Ich habe Neymar aus Gold 3 geholt. Ja, das ist alles möglich, Bruder. Wir haben auch Gold 2 heute gesehen. Also, wenn man ein Video heute gesehen hat, Gold 2 hat Mbappé und Dings gezogen und Neymar. Also, ist alles möglich, Jungs. Die behalte ich hier, die aus der großen Liga. Da kommt ein bisschen noch Upgrade Packs. Boah, ist das denn für ein geiler Song? Warte mal. Ja, was ist das für ein geiler? Boah, was ist das denn für ein Heft? Der hat nur 18.000 Aufrufe. Digga, das fand ich, ne? Mein Team, ja, zeig ich dir hier, das ist mein Team, Bruder. Mein Team, ja, das ist mein Team, was ich hätte schon ein krasseres Team, aber ich habe jetzt halt ein bisschen SBB gemacht, hier mit, ja, deswegen habe ich ja viele Münzen auch durch Kaufen, Verkaufen verloren, klar. Aber nichtsdestotrotz bin ich eigentlich zufrieden, das Team sieht schon immer noch krass aus, finde ich. Für den Road to Chloe, Jungs, gell? Für die Leute, die neu dabei sind, heißt Road to Chloe, keinen Cent reingesteckt, ja. Ist also wirklich möglich, ein geiles Team aufzubauen, ohne Geld reinzustecken. Trend ist sehr solide, sehr, sehr solide Trend. Auf jeden Fall wahrscheinlich Top 5 mit einer der besten Rechtsverteidiger im Game. Sehr, sehr solider Trend, muss ich sagen. Weil ich spiele mit denen eh nicht nach vorne. Und dafür ist er echt saustark, Mann. Der ist heftig. Also ich finde einen guten Trend. Ich mache noch 2 bis 4 Spiele. Kann man wissen, dass man heim spielt. Das siehst du jetzt gleich, wenn das kurz lädt, Jungs. Das lädt immer kurz vorher, bis du reingehst. Also der Trick ist jetzt,
erstes Spiel Heimspiel, sonst nehme ich das zweite Spiel. Ja? Das ist ein Spiel, da weiß man schon, wenn es kurz lädt. Du siehst rechts, ist kein Gegner angezeigt, das. Ist das ein Heimspiel? Ich glaube, das war trotzdem ein Heimspiel, ne? Ich glaube, das ist trotzdem ein Heimspiel, oder? Was ein Heimspiel? Ich bin mir gar nicht sicher, Jungs. Egal, ich gehe einfach rein. Scheiß drauf, komm. Einmal Risiko. Bin mir gar nicht sicher, ob es ein Heimspiel war jetzt hier. Weiß es nicht. War es ein Heimspiel? Bin mir nicht sicher. Nein, war kein Heimspiel. Ah, scheiße. Egal, scheiß drauf. Gegner ist als auch nicht das beste Team, muss man sagen. Das war kein Heimspiel. Trotzdem, ihr seht, ist eigentlich zu random, ne? Guck mal, das Team ist jetzt auch nicht so krass. Guckt euch das an. Gomez, Bombe. Wie Messi, würde ich sagen. Wie Messi. Wenn Messi gefällt, Gomez auch sehr, sehr nice. Nur mit rechts. Das war ein Auswärtsspiel, okay. Habe ich Glück gehabt. Ich dachte, das wäre ein Heimspiel. Das war aber dann, ja, Glück auf meiner Seite. Das ist vielleicht. Ich weiß nicht, ich will nicht sagen. Vielleicht der Gegner auch voll heftig jetzt. Will ich nichts von Glück und Passion und sowas reden. Erstmal testen, wie es hier läuft. Erstmal Kickoff-Glitch verhindern. Ich hasse das. Von mir aus kann das stehen bleiben. Ganz ehrlich. Ich will nur, dass dieser scheiß Kickoff-Glitch weggeht. Leute, glaubt mir, der Kickoff-Glitch ist real, Digga. Das ist das Schlimmste, was es in diesem Scheißspiel gibt. Oder mit einer der schlimmsten Sachen. Digga, da kannst du manchmal echt nichts machen gegen die Gegentore beim Kickoff. Deine Spieler, die machen einfach wie gestört die ganzen Lücken auf. Guck mal hier, Mann! Was ist denn das? Ich verstehe das manchmal nicht. Oh, normal sind da nie so krasse Lücken, aber beim Kickoff ist immer alles frei hinten. Das ist so krass. Auf einmal überall Lücken, ey, beim Kickoff. Ich hab, ja, nice. Ach. Shit. Ja, warum die Lücken, Mann? Formation wechseln, Digga. Shit, Digga, warte kurz. Jetzt können wir Formation wechseln. Die Formation läuft irgendwie gar nicht. 4-2-3-1. Zau Millionen Lücken auf einmal. Warum rollet so nach außen? Das wäre so perfekt gewesen. Oh mein Gott! Trend! Nice Trend. Warum die Lücken jetzt überall? Verstehe nicht, warum die meine Spieler jetzt überall Lücken aufreißen ohne Grund. Keiner läuft nur mal nach vorne. Diese Lücken dürfen nicht entstehen, Jungs. Stabil hinten stehen. Na, das wollte ich nicht machen. Oh, Glück. Ah, und dann kommt so eine Scheiße, weil. Ja. Falschen Fuß. Hey! Der Gegner ist stark, Digga. Der Gegner ist echt stark. Hey, Rollen, Mann! Was? Ich hab ihn schon drin gesehen. What the fuck, Rollen? Digga, ich hab ihn echt drin gesehen, ne? Die Schüsse gehen eigentlich immer rein mit meinen Spielern. Marcelo, Digga, enttäusch mich nicht noch mehr. Ich muss dich dann für echt verkaufen, Bruder. Ich bin da hingelaufen. Ich kann nichts machen. Was macht der Trend gerade? Digga, die Lücken sind einfach ohne Grund da. Ich hab's gesehen. Ich versuche noch hinzulaufen. Aber wenn er den aufreißt, diese Lücke, was soll ich da noch machen, Jungs? Tort bewegen vielleicht. So eine fucking Pussy gerade, ne? Wieder hinten rumspielen. Wenn der einmal führt, der hinten rumspielen oder was? Was ist denn los bei dir? Fucking Pussys, ey.
Helga, Mann, ey. Dieser scheiß Netwet, wann ist er so heftig, dieser Netwet, ey? Wann ist dieser Netwet so heftig, Mann? Digga, warum kommt das so behinderte Scheiße raus jetzt? Digga, ey. Danke, Bruder, ich lese gleich sofort vor. Immer auf der Seite von Trend. Kann nichts machen, Digga. Ahnung, was ich schreiben soll, bin dran. Wünsche dir. Ich wollte mich verarschen, Jungs! Du bist ein Authentist. Herr und netter Kerl, weiß gar nicht, wie ich auf deinem Kanal gekommen bin, aber seitdem. Danke, Bruder, ich lese gleich vor. Ich piss einfach an. Ich kann nichts machen, Digga. Mach weiter, so rotes Herz. Wow, man, wenn eine Scheiße kommt nicht allein, trittst du in einen Hundehaufen, kommt nochmal 3000 auf den Weg oder was? Puh. Fuck der mich ab, Digga, wie das Spiel, Digga. Hey, ich hätte, Mann, warum habe ich nicht auf euch gehört? Das war auswärts, Digga, warum bin ich nicht rausgegangen? Ja, Mann, ey, gegen so einen richtigen Abfucker, Mann. Dieses Gameplay nimmt mich auseinander, Mann. Okay, du, man, gegen den. Nix. Nimm die Tore, die dir gleich wieder vor die Füße fallen. Weil meine Spieler wieder wie die letzten fucking Idioten alles aufreißen ohne Grund. Komm, Bro. Woo! Woo! Mann, lauft euch doch behinderterfrei! Dass ich euch gar nicht anspielen kann. How about that? Ja? Klingt das gut, Jungs? Das klingt gut, ne? Das klingt richtig gut. Was soll ich machen bei dem Gameplay, ne? Ihr seht ja, wie verzögert alles so kommt. Die Bewegungen kommen einfach ohne Sinn raus. Die machen gar keinen Sinn mehr. Mann, ey. Warum bin ich nicht? Hab ich nicht auf euch gehört, Mann. Das war ein Auswärtsspiel. Ich spiele Auswärtsspiele wie Schwanz jedes Mal gegen solche Spieler. Verteidigt, Digga. Guck doch mal an, wie der schon verteidigt, Mann. Ey, ich weiß einfach nicht, was man gegen solche Verteidigungen machen kann. Gegen solche Pussy-Verteidigungen, Alter. Das ist nicht Pussy-Verteidigung, das ist einfach schlau, aber ich weiß nicht, was man dagegen machen kann, gegen sowas. Let's go. Sowas vielleicht in der Art. Komm. Ey, der macht nur Passwege zu und ich kann nichts dagegen machen. Das ist so behindert. Ja, Kickoff-Glitch jetzt. Guckt euch das an. Nein, Mann. Oh, ein Auge, ey. Abuse that shit, Digga. Oh mein fucking Gott, aus dem Stand. Aus dem fucking Stand, Digga. What the fuck? Aus dem fucking Stand. Realismus pur, Digga, Jungs. Da habt ihr den Realismus. Momentum auf meiner Seite noch jetzt dazu. Momentum ist da. Patent ist da.
Patent ist da, Jungs. Patent ist jetzt da. Ja, direkt wieder weg, Patent. Momentum weg. Digga, Patent. Digga, krieg ich irgendeinen ausgewählt? EA, please. Digga, der passt immer in mich rein, der kommt durch, Digga. Das ist behindert, Jungs. Wohin willst du passen? Du kannst doch nur dahin passen, Digga. Digga, endlich hab ich mal. Mann! Ey! Reicht doch jetzt mit dem Gebounce, Mann. Tausendmal Bounce, 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 Bounce in meinen Kopf, Alter. Mein Kopf bounce auch schon, ey, dreimal durch die Wand. Warum kein Rebound? Warum kein Rebound? Komm! Der spielt, Digga. So offensichtlich, aber ich kann nichts machen bei dem Gameplay einfach. So offensichtlich, wo der immer hinpasst, ne? Es ist so offensichtlich, es ist so fucking offensichtlich, aber ich kann... Runterkommen, runterkommen, Casey. Runterkommen, Digga. Komm runter, Jack Mac. Komm rein, runter, du Jack Mac. Komm mal runter, Bär! Komm mal runter, Jack Mac! Runterkommen, Jungs. Ich muss runterkommen. Ich bin auf 180 gerade wieder. Weil ich ein Jack Mac bin. R9 kann wieder nicht passen, genau wie Cristiano. Wohin passt der wohl wieder? Immer zu denselben Leuten. Ja, es ist so offensichtlich, wohin der passt. Ich kann nichts dagegen machen. Nur beten, dass der CPU was da für mich macht. Meine Hand tut schon weh, ey. I got you, man. I got you. I fucking got you! Ah, egal, Eckball. Kopf, Digga. Kopf, Alter. Ich geh kaputt bei seinem Spiel. Was soll ich denn machen? Wie soll ich einwechseln? Ich hab keine geilen Einwechselspieler. Ich hab nur so Jack Max auf der Bank. Ich hab nur Jack Max auf der Bank. Ohne Scheiß. Nur Jack Max auf der Bank, Alter. Keinen geilen Einwechselspieler. Ich brauche dieses Patent auf meiner Seite. Patent muss jetzt mal rüberkommen auf mich. Komm, eins und Eckballtor, bitte, Mann. Oh, warum habe ich nicht? Ich habe doch R1 gedrückt, Bruder. Egal, ich mach kurz, Digga. Ich mach fucking kurz. Bitte. Warum auf R9, Mann? Von allen Leuten, warum nicht Van Dijk? Patent ist nicht auf meiner Seite, Digga. Patent sei auf meiner Seite. Patent ist auf meiner Seite! Ah, Kick-off-Glitch, Kick-off-Glitch, Kick-off-Glitch! Guck mal, Kick-off-Glitch! Ich kann nichts machen! Guck mal, hey, guck mal, was da passiert, Digga! Dieses Spiel ist so behindert manchmal! Habt ihr gesehen, was passiert ist? Nein, Mann! Digga, willst du mich verarschen, Bro? Nein, ich hab's gesehen, Digga! Bitte EA, bitte EA, bitte EA, bitte EA, bitte fucking EA, Mann! Wenn's irgendein EA-Gott gibt, bitte lass mich das Spiel einfach gewinnen! Yeah.
Ey! It's game over, bro. It's game fucking over. It's game over. It's Ronaldo fetten Körper in der Ecke time. Let's go, man. Oh, yes. Kappa, Spaß. War doch Spaß. Ich mach noch ein Tor, Digga. Spaß. Ist mir egal, Jungs. Sagt mir, was ihr wollt. Ronaldo fetten Körper muss man ausnutzen, bis zum geht nicht mehr. Den fetten Körper muss man ausnutzen für sowas. Wow. 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 Yes, you make me feel. Woohoo! Patent hat geregelt, Jungs. Patent hat fucking geregelt. I love this Patent, man. Patent ist beste, Digga. GG, Jungs. Wieder nicht so eklig, Digga. Digga, es gibt eine Regel. Wenn du einen fetten Ronaldo hast, dann nutzt du seinen fetten Körper. Und das heißt, in die Ecke gehen und den fetten Körper einsetzen. Alter, spiel nicht so eklig. Spiel nicht so eklig, sagst du zu mir, der 10-mal hinten rumspielt, der Typ. Ich spiel, wie ich möchte, Jungs. Eine Minute in die Ecke gehen, spiel nicht so eklig. Guck mal, das ist das Leben eines YouTubers, eines Streamers. Eine Minute gehe ich in die Ecke, spiel nicht so eklig. Aber wenn der Gegner in die Ecke geht für 30 Minuten, dann sagst du, du bist einfach nur schlecht. Das ist das Leben eines Streamers, Jungs. Eines YouTubers. Wenn man für jede Scheiße direkt an die Wand gehalten. Alter, Steven haut 5 Euro raus, schreibt. Haut, sagt. Guck mal, ganz ehrlich, Jungs, ich bin für eine Minute an die Ecke gegangen und sobald er gekommen ist, habe ich auch nach innen gespielt. Was ist es daran jetzt so eklig gespielt? Brauchen wir nicht diskutieren, Jungs. Steven haut 5 Euro raus, keine Ahnung, was ich schreiben soll. Bin drunk, wünsche dir aber noch das Allerbeste. Bist ein authentischer und netter Kerl. Weiß gar nicht, wie ich auf deinen Kanal gekommen bin, aber seitdem bin es die Zeit zuletzt am Start gewesen. Mach weiter so. Ich danke dir, Steven, wenn du am Start bist, Steven. Danke ich dir für die netten Worte und für den ganzen Support, den du die letzten Wochen, Monate rausgehauen hast. Danke dir für den dicken Fünfer, Mann. So, das lassen wir mal weiter. Pro! Soll ich mir lieber Pelé, SBC oder R9 Prime machen? Ich wünsche dir noch einen geilen Stream und viel Glück in der, viel Luck in der Weekend League. Schwierig, Bruder. Also ich glaube, viele würden sagen R9. Ich könnte immer gerne schreiben, R9 oder Ibra. Ach, Ibra. R9 oder Pelé. Schreibt mal in den Chat. Schreibt mal in den Chat. R9 oder Pelé. Ich würde sagen, ja, ich weiß nicht, Alter. Also ich würde sagen ZOM. ZOM. Wenn du ZOM brauchst, würde ich Pelé holen. Stürmer würde ich R9 holen. Das wäre mein Tipp vielleicht, ja. Dr. Erhano hat im Stream über den Anschlusshype geredet und gesagt, dass E-Sportler ihn nicht mal richtig verteidigen können. Ja, den kann keiner verteidigen. R9, R9, Pelé, 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 R9, also ich würde sagen, ZOM, Pelé, Stürmer, R9, so kannst du vielleicht, was, hilft das vielleicht, mach weiter so und danke für alles, Christos, Expect, Digga, für was denn, Digga, für was, oder ich danke euch für den krassen Support, Jungs, ich danke euch für den Support und für die, ja, für die Unterstützung generell im Stream, in den Videos. Ich hab nicht zu danken, ja? Ich hab nicht zu danken. Ihr habt nicht zu danken. Ich hab zu danken, Jungs. Ich hab zu danken. Danke euch für alles, Mann. So, yo KC, ich bin seit FIFA 17 ein stummer Zuschauer. Du bist echt in FIFA. Ein krasser Vorbild für mich wegen den RTGs. Viel Erfolg noch, Bro. Mika, danke dir auch für die netten Worte. Und der Steven hier wieder 2 Euro gerne, Bro. Diese Woche kommt Elite. Schau mal, Bruder. Und ja. Ja, gönn dir noch ein paar Flaschen, Bruder. Ich glaube, da ist noch nicht genug drin. Spaß. Gerne Brokus zu werfendes Gesicht. Diese Woche kommt Elite. Man merkt, wie du FIFA einfach durch und durch lebst. Zu geil, wie du zurückgekommen bist. Dieses Wochenende bist du saustark, Bruder. Danke dir auch da nochmal. Steam, was ist denn heute los bei dir? Nur Support. Scheiß auf die Hater. Die machen locker alles auf Zeitspiel. Hashtag fetter Ronaldo. Danke dir, Jack Mac. Hör dir mal Gute Nacht, Freunde von Reinhard May an. Die ersten Minuten passt 1-1 zur Weekend League. Okay. Hör's mir mal an. Dann höre ich mal an. Gute Nacht von Reinhard May. Soll ich mal anhören? Das passt zur Weekend League. Ich mach ein Pack auf und dann gehen wir wahrscheinlich ins, ja, einer der letzten Games. Ich weiß noch nicht, wie viel ich noch mache, aber schau mal. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank. Das ist fast echt so Weekendig, Bruder. Für jedes Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt. So, dann würde ich sagen, ey Casey, was hat es mit Marcel und Ibrahim auf sich? Was haben die gesagt und was bedeutet Jack Mac? Schöner Stream. Kann der Streamer oder der Chat mal beantworten? Ich gehe nämlich jetzt ins nächste Game. Und wir gehen ins nächste Game. Ich weiß noch nicht, wie viele wir machen. Also 1 bis 3 würde ich sagen. 1 bis 3 mache ich noch, aber ich weiß noch nicht, wie viele halt. 1 bis 3. 1 bis 3 machen wir noch. Puh. So. Boah, ey, das ist einer meiner Lieblingssongs wieder hier, ne? Muss ich mal gleich gucken. So, das ist kein Heimspiel, das heißt, ich gehe raus und nehme das zweite Spiel jetzt. Gaming Monster, danke dir, ich lese es gleich auch nochmal vor. Spende zum ersten Mal was an einen Streamer, muss ja was wissen. Bock dir zuzuschauen, wenn du ragelst. Danke der Gaming Monster für die 2 Euro und für die netten Worte. Korrekt, Mann. Korrekt. Danke, ohne Scheiß. Korrekt. Korrekte Worte auf jeden Fall. Ist nicht heim? Ja, ich habe gesagt, erstes Spiel heim. Wenn das erste Spiel nicht heim ist, gehe ich ins zweite rein, egal was da kommt. Egal was da kommt, Jungs. Also ich muss das hier machen, glaube ich, am Anfang. Ist besser. Shit. Jetzt kann ich nicht mehr. Im Pressing, Anschluss, Bug verhindern. Seit ich das mache, hier das mit den Dings, hat mir auch ein Abonnent hier. Ich glaube, der Heus, das war so, oder Chiller, ein von den beiden, hat mir das Tipp gegeben. Mit dem Team Pressing habe ich keinen Anschlussbug mehr kassiert, ne? Ist schon eigentlich nice, dieser Trick. Nein, Elfmeter, ey, der faut mich doch! Ach, war abseits. Shit, Digga, das war safe ein Foul dann sonst. Ach, so einer ist das hier. So einen haben wir wieder. Das klappt aber nicht mehr so gut, Bro. Aber so ein bisschen Meister darin. Meine Augen sind so trocken, ne, Jungs. Ah, Time finde ich nicht getroffen, Mann. Stark Viera, Mann. Der spielt heute so richtig geil, der Viera. Okay, macht er sowas. Mann, passt so! Digga, durch die Beine, wissen wir. Ja, alles gut. Digga, warum drückst du die. Oh. Gib mir. Oh mein Gott, gib mir doch Viera, Mann! Digga, oh mein Gott, der kann sich sogar mit Time Finish, Digga. Das ist ein ganz anderer Freak, Alter, in der Luft. Das ist ein ganz anderer Freak, er macht die sogar mit Time Finish, Digga. Holy shit, Digga, das wird schwierig dann. Wenn er die mit Time Finish sogar kann. Dann wird's schwierig gegen den. Oh mein Gott, das ist ein ganz anderer Freak. Digga, wie oft muss ich denn den Ball ablaufen? Ey! Hey, Patent, reicht jetzt. Patent, reicht. Patent. Wir haben es verstanden. Du willst ein bisschen pushen, aber jetzt übertreib nicht. Das ist so offensichtlich. Muss schon ein bisschen, ja, ein bisschen unauffälliger sein. Was soll denn das, Digga? Zu auffällig jetzt, wie du pushst. Digga, warum so oh mein Gott, ich hab nicht so gepasst. Ich schwör, ich hab nach hinten gepasst. Er macht's aber von automatisch nach vorne, Digga, für mich. Tja, stark gemacht, Digga. Here we go again. Oh mein Gott, Trent, Digga. Trent, Digga. Ich liebe dich, Trent.
Oh mein Gott, hat er mich genommen da. Digga, hat er mich da genommen. Ey, der Gegner ist echt stark eigentlich, ne? Der geht aber halt nur über die Flanken. Der geht nur über die Flanken, aber der Gegner ist eigentlich stark, glaube ich. Komm, setz dich durch. Nee, fuck me. Oh mein Gott, was macht der Gegner? Der Gegner ist halt voll heftig. Warum geht er denn über die Flanken? Der könnte mich easy nehmen. Der Gegner ist stark, Digga. Ich bin am Arsch. Aber der hat echt anders Glück, ne? Der hat anders Glück. Guck mal, ich stehe da jedes Mal mit einem Mann. Aber er passt einfach durch. Die Spiele sind anders anstrengend jetzt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das sogar das letzte Spiel. Ich weiß nicht. Gegner sind ja anders. Freakhaft, ey. Digga, Mann. Digga, der ist gut, Digga, der Gegner. Der ist richtig gut, der Gegner. Der Gegner ist richtig gut, Jungs. Das wird schwierig, Jungs. Der Gegner ist. Ich merke das, Jungs. Der ist schon gut, Digga. Der ist schon gut, der Gegner. Ach nee, oh Glück gehabt. Oh mein Gott. Meine Augen sind anders trocken, Digga. Richtig nice. Komm, Mann, komm, Mann. Wie oft noch? Das ist das fünfte, vierte Mal, Jungs. Das reicht irgendwann auch. Junge, ich bin, lauf immer diesen Passweg zu. Und er kriegt immer den Ball wieder. Das reicht irgendwann auch. Das reicht irgendwann, ey. Matsch, Digga. Ich hab falscher Knopf gedrückt. Ach, Mann, ey, wie soll man da ruhig bleiben bei so einer Scheiße, Digga? Tasten und er macht ihn 10 Jahre später, Mann. Kein Wunder, dass er nicht reingeht. Oh mein Gott, Digga. Jesus Christ, EA, man. Anders genommen. Anders EA-Delay genommen. Und dann Marcelo macht wieder alles auf, weil er nicht versteht, wie man nach hinten mitläuft. Ich verarschen, EA. Please, Mann, EA. Please, EA. No. Don't. Just don't. Stark. Der Gegner ist stark, gebe ich ehrlich zu. Der Gegner ist echt stark, Digga. Der Gegner ist echt stark, Mann. Der Gegner ist echt stark, Mann. Das Ding war eigentlich schon gerissen, Alter, wo ich durch war mit... Komm, weiter geht's. Sprachen lernen, Bubble. Digga, du fucking kidding me, this shit. Dieser scheiß Hurensohn-Skill-Move, Digga. Das ist einfach ein Hurensohn-Skill-Move, Digga. Digga, dieser scheiß Lako-Kretter-Fick-Bastard-Move, Alter. Ich hab noch nie so einen behinderten Move gesehen. Meine fucking Fresse, dieser Move, Alter. Ist einfach nur für behinderte Bastarde gemacht, Digga. Ich schwör's dir, Digga. Einfach für behinderte Bastarde gemacht, ey. Weil der Gegner hat meinen Computer nicht mehr versteht, wo der Ball steht, kommt er damit durch, Digga. Einfach nur für behinderte Scheiße gemacht, ey. Ich frag mich, ob die echt über FIFA spielen, die Leute von EA. Und wissen, was sie damit gemacht haben, mit dem Move. So behindert. Nein, ist so schwer zu patchen. So schwer. Kriegen wir nichts mehr hin. Alter.
Belohn doch! Wieder durch die Beine! Wieder durch die Beine, Freunde! Junge ist reich! Mann! Wieder ein gekorrigierter Bastardpass. Ja, es war Rage. Ich mach das Challenge auch gleich raus, Digga. Es gibt bei mir keinen ohne Dings. Es nervt auch immer, wenn immer alle schreiben: Rage, Rage, Rage. Ja, ich weiß, es war Rage. Dann haut doch nochmal morgen noch ein 10er. Geiert doch jetzt nicht so drauf. Mach halt morgen 50er Verlosung. Ich hab doch jetzt nicht bei jedem Scheiße mal, das war Rage, oh mein Gott, das war Rage. Versteh's doch, Mann. Ich weiß, dass ich am Raging bin gerade. Steht doch mal, versuch doch mal mitzufühlen, Jungs, statt immer nur zu geiern. Come on. Ich weiß es doch, Jungs. Mach mir 20, 30 Euro von mir aus rein dann. Brauch jetzt nicht 10 mal dann reinzuschreiben, Jungs. Komm, ich versteh's doch, ich weiß es doch. Fühl doch mal mit jetzt, Jungs, dass hier um was geht auch, außer... Feister Bigfoot, Digga! Feister Bigfoot für ein Arschloch oder was? Digga, wozu hast du deine 5 Sterne, R9? Um dein Arschloch zu kratzen oder was? Um deinen verdammten Arschloch damit zu kratzen, ey. Dafür hat der 5 Sterne Bigfoot, Digga. Du wirst mich verarschen, Digga. Okay, der passt wieder nicht durch, klar. Karikierte Scheiße. Shit, man! Was guck ich mir gerade an? Du stehst 3 Meter vor dem und passt nicht. Damit er noch den Ball bekommt oder was? Holy shit! Was guck ich mir gerade hier an? Das wollte ich nicht machen, Mann. Passt doch, Mann! Guck mal, wie soll ich. Kann sich nicht bewegen, ne? Eusebio kann sich nicht bewegen. Gestern so eine geile Bewegung am Start gehabt. Jetzt geht gar nichts mehr. Bitte, bitte, Mann! Bitte, Mann! Bitte, Mann! Was ist denn hier los? Neue Taktik, Jungs. Neue Taktik, Jungs. Ich habe eine neue Taktik. Ich werde damit welchen auseinandernehmen. Ihr wisst, was kommt, Jungs. Ihr wisst ganz genau, was kommt. Neue Taktik, Jungs. Damit werde ich ihn auseinandernehmen jetzt. Eine neue Taktik, Jungs. Damit werde ich ihn auseinandernehmen. Ihr wisst, was kommt jetzt. Ich muss das so machen. Cavani kommt, Jungs. Cavani fucking kommt jetzt. Er kommt jetzt, aber anders kommt er jetzt. Ich weiß jetzt ganz genau, was ich machen muss gegen den. Der lässt mir die Zeit, der lässt mir die Lücken, weil ich nie El Tornados gemacht habe im ganzen Spiel. Aber die werden jetzt kommen, die El Tornados. Auf Kanoani ganz anders eklig werde ich jetzt die ballern. Die werde ich anders auf Kanoani jetzt ballern, die Flanken. Die werden jetzt kommen, aber anders, wenn die kommen. Puh. Oh, man. Patent war echt für mich da, Kappa, Jungs. Also ich weiß nicht, gerade nicht, was ich mir da gerade angucke, aber... Ich weiß nicht, was da passiert. Also ich weiß nicht, ob das für euch so ist, aber gefühlt... Ich weiß nicht, was da passiert auf dem Platz gerade. Ich weiß echt nicht, was auf dem Platz gerade passiert, Jungs. Absolut keine Ahnung, Mann. Mittel-Mittel-Arbeitsrat. Let's go, komm. Witzel auch noch rein, komm. Let's go, man. Witzel auch noch rein, come on. Oder? Ah, ich weiß nicht, Digga. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Verlängerung, Verlängerung.
Verlängerung vielleicht. Ich sehe, es sieht aus wie Fuki's Play. Digga, warum? Von allen Pässen kommt. Alter. Stark war niemand. Cavani, warum? Schieß! Oh mein Gott! Er steht da und guckt den Ball an. Es ist so krass, Digga. Ich drück schießen, er macht einfach nichts. Ich muss nochmal drücken. Das ist so dumm manchmal. Nein, 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 bitte. Let's go, man. Warum, EA, warum nicht einmal in meinem Leben Glück haben? Warum? Warum gönnst du nicht? Ha? Patent, warum gönnst du nicht Patent? Patent gegen mich jetzt oder was wieder? Ganzes Spiel gegen mich, muss doch irgendwann Patent für mich sein. Dann nicht ganz gerade Patent. Nein, nein, ich wollte schon sagen, Kawamba mit so einem Schuss, Digga. Man muss doch mal Patent für mich sein, Digga. Scheiße, Mann, wofür wechsle ich dich ein? Wofür wechsle ich dich da ein? Genau dafür, Mann, warum machst du denn nicht? It's game over, denn. Mann, Alter. Genau der da. Oh, der wäre so gekommen, Digga. Der wäre so fucking gekommen, der Schuss. Genau darauf habe ich gewartet, Mann. Fuck, man. Fuck. Habe ich Team Pressing an? Ne, habe ich nicht an. Ich habe ausgemacht, Bruder. Ich habe Team Pressing aus, glaube ich. Ist nicht aus? Ich glaube, aus. Er wäre so gut gekommen, Mann. Ist doch aus, oder nicht, Team Pressing? Das ist ja nicht Rage, Jungs. Also, Jungs, ich glaube, ihr habt ganz andere Vorstellungen von Rage, Mann. Also, ich habe in den Spielen sehr viel geraged, das weiß ich. Und dafür, ja, ich werde auf jeden Fall morgen, ne, nicht morgen, im nächsten Video werde ich auch PSN verlosen dafür. Aber lass mich erstmal hier zu Ende spielen, Jungs. Er soll tricksen hinten. Ich will bloß keinen Anschluss-Bug verkassieren. Er soll von mir aus hinten tricksen. Kann er machen, Digga. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Soll er machen, weil Anschlussklitsch ist dann weg, Digga. Ich will nur, dass das Anschlussklitsch da weggeht. Digga, willst du mich verarschen? Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht! Mann! Dieses fucking Game, Mann, Alter. Ich hab... Ey, ich... Dieses Spiel ist einfach nur... Was soll ich da machen? Und gegen den Anschlussklitsch, Mann? Was soll ich dagegen machen, diesen Anschlussglitch? Hey,
Geht nicht hin. Geht nicht hin. Braucht, wird erstmal weggezogen, der R9. Was passiert da? Der eigene Mann läuft da rein. Digga! Was? Digga, warum stehst du nicht hinten, Cavani? Was ein behindertes Spiel, ne, Jungs? Guckt euch das an. Es ist nur einfach gebounce, Ping-Pong, Glück, Glück, Glück. Das ist Skill, Mann. Digga. Was ist das? Ja, genau zu dem. Genau zu dem wollte ich ihr, ey. Pass! Pass! Holy shit, man! The delay real! So ein dummes Tor, Digga. So ein dummes Tor, Mann. R9 ist tot, Digga. Fuck. Gnabry halt. Kann aber keine Dings, er kann aber keine Detonados, Mann. Was ich machen, Jungs? Dreierkette? Ich weiß nicht, was ich mache. Soll ich Dreierkette machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll, Mann. Ich weiß nicht, soll ich Dreierkette machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dreierkette? Dreierkette? Was soll ich machen, Jungs? Dreierkette oder was ist das? Was soll ich machen, Jungs? Casey, lass die Leute labern. Wer nicht raged, liebt Fußball und FIFA nicht wirklich. 3, 4, 1, 2, hoher Druck. Okay, danke, Jungs. Das ist noch hoher Druck. Soll ich das hier machen? Soll ich hier machen? Einfach ausgeglichen. Aufbau. Digga, es ist so, ich schwör's euch, es ist nicht mehr spielbar, Jungs. Das ist, glaube ich, maybe sogar mein letztes Spiel für heute, Jungs. Gameplay ist anders disgusting gerade. Hä? Der Wolf Cavani, ich habe L2 gedrückt und L2 gedrückt. Digga! Oh mein! Digga, immer so wirklich so gerade, dass meine Spieler nicht drankommen. Digga, ich hab's gelesen, komm, belohn ich! Das ist so ein Scheiß, Digga, ich kann gar nichts bewegen, Jungs, ne? Das ist auch Ende für mich danach. Bei dem Gameplay brauche ich echt nicht mehr zu spielen. Meine Hand tut weh, Digga, es bewegt sich nix. Es bewegt sich nix, Digga. Meine Hand tut schon weh vom ganzen Drücken. Pass doch, Mann! Hey! Es ist Ende, Ende für mich. Letztes Spiel, Digga. Kein Bock mehr auf so ein Gameplay, ohne Sinn. Oh! Komm, Alter! Komm! Ah!
Was soll ich denn machen, wenn der Ramos auf einmal mittendrin zurückläuft? Digga! Einen Pass zu meinem Spieler, nicht zum Gegner! Verstehst du das Spiel? Oder verstehst du meine scheiß... Hey! Meine scheiß Tasten nicht, weil ich hier drücke, Mann! Das Game ist broken, man. Ich spiel nicht mehr. Ich bin raus. Game ist broken, Digga. Ich drück meine Hände kaputt, Digga. Es geht nicht. Ich drücke hier. Was drück ich denn, Mann? Reagier doch mal, verdammt noch mal, wie ich drücke. Fuck. Ich drück meine Scheiße aus der Hand kaputt, Junge. Es bewegt sich nichts. Holy fucking shit, man. Fuck! Sake, man! Kein scheiß Kopfball gegen die Latte, aber sein Bastard-Ding geht natürlich rein mit Eusebio, Mann! Fucking Eusebio, Alter! Erneut, Digga, du Stück Scheiße, Digga, ich verkauf den. Ja, ich bin, das ist Ende für mich, Jungs, Ende vom Stream. Ich spiel kein Spiel mehr heute, Jungs, tut mir leid. Das Gameplay ist nicht, das tut, kann man sich nicht antun, dieses Gameplay. Ich drück, meine Hand tut weh ohne Ende, ist rot. Was soll ich denn machen, außer so wie ein Gestörter zu drücken? Fucking move. Holy shit. Get off, man. Get off my team, oh nein. Ja. Yeah. Die Leute dich auch kaufen, Digga. Get off my fucking team, man. This guy is... Yeah. You out, fucking shit, man. Den hab ich auch verloren. Ich mach sogar Plus, Digga, ich mach sogar Plus. Piss fucking off, Digga. Brauch ich nicht so ein Stück. Nicht gut genug gewesen. Ich hab gesagt, heute deine Chance. Hat ein gutes Ding gemacht, das war's. You out, Digga. You fucking out. Digga, what, what a shit player, man, der 9 für 3 Millionen. Ich mach sogar Plus, ist okay. Der Gegner war gut, keine Frage. Aber das Gameplay, ihr versteht das ja nicht. Digga, ich drück mir die Scheiße aus der Hand und keiner bewegt sich, Digga. Ihr versteht das wahrscheinlich echt nicht. Also zumindest jetzt hier rum. Krass, Digga, ich. Einfach zu krass, Digga. This game, man. Holy fucking shit, man. Ey, warum macht der den nicht, Mann, dieser scheiß Cavani? Ey, diesen einen Kopfball, der wäre es alles vorbei gewesen. Nur ein Kopfball muss er reinmachen, Digga. Dann macht er den. Genau den macht er dann nicht. Genau den macht er dann nicht. Gegen die Latte dann. Wozu habe ich den denn im Team, Mann? Seht euch das an, Mann. 97 Sprungkraft, 99. Wo war die Präzision denn da? Nicht gesehen. Ja, war jetzt nicht unverdient. Es war, es geht nicht um, dass der Gegner dies und das war. Es geht einfach... Digga, ich saß da und hat sich nichts bewegt. Es hat sich nichts bewegt. Ich habe meine Hände kaputt gedrückt. Ich habe meine Hände haben wehgetan schon mitten im Game. Ich habe wirklich wie gestört draufgedrückt in der Hoffnung, dass es wirklich reagiert. Aber es reagiert nichts. Deswegen, Alter. Yo, man, was soll ich da machen? Also, sorry, man. Geht nicht, es geht nicht um Gegner und dies, das. Der Gegner war gut, keine Frage. Er war nicht schlecht gespielt. Er hat nicht schlecht gespielt, der Gegner. War nicht unbedingt besser, aber war auch nicht schlechter. War okay, dass er gewonnen hat. Es geht darum, ich drück mir die Scheiße aus der Hand kaputt und es passt. Es, die Spieler reagieren nicht. Die Pässe kommen nicht. Digga, all das. Ihr habt doch gesehen, wie das gebounced hat, dieses Gameplay. Es sah einfach nur anders eklig aus. Ich überlege mir, um Henri zu holen dann. Henri vielleicht. Ich glaube, Henri für morgen. Die letzten Spieler, Henri, Mann. Vielleicht Henri, Mann. Ich spiele auch heute nicht mehr, Jungs. Ich bin zu rage-lastig. Also wir reden noch ein bisschen. Gehe ich eh gleich in die Stadt, Jungs. Ich frag mal die Leute. Besser so, wenn ich heute meinen Kopf kaputt saufe nach dem Spiel, Digga. Puh. Ja, Jungs, ich muss mich erstmal runterkommen, Digga.
Digga, Jungs, ohne Scheiß, also die das spielen, wie du gesagt hast, Julian. Ey, das ist so langsam, die Spieler reagieren nicht, die Pässe kommen. Wie scheiße, Digga. Ich drück wirklich meine Hand kaputt, damit die Spieler sich bewegen, und es bewegt sich und dann rastet man irgendwann aus, Digga. Das ist leider so bei mir. Unbeweglich? Ja, was soll ich denn sonst mal? Ronaldo kann ich noch holen. Teuer, glaube ich, ja. Danke, Legionär. Danke dir, Brudi. Alle zur Revenge 888 unterstrich auf Twitch, wenn der Stream vorbei ist. Casey, hör auf, ist schlecht für das Mentale. Ja. Pelé wäre was für dich? Echt? Pelé? Hey, Pelé. Das ist guter Call. Guter Call, Bro. Pelé? Du kostet... Oh, drei kann ich kaufen. Drei hier. Pelé. Ah, maybe Pelé. Du hast recht. Vielleicht ist echt Pelé was für mich, Digga. Pelé wäre echt was für mich. Aber als Stürmer musst du dann spielen, Bruder. Was sagst du, Aaron? Passt er als Stürmer? Bruder, bei dem Delay kannst du auch Michael Jackson spielen. Und der hatte Delay, ja. Ihr wisst doch alle, Jungs. Ihr wisst doch alle, wie das Gameplay jetzt gerade ist. Natürlich, dieses Aufregen bei mir ist natürlich zu krass. Das ist genau das eben, habe ich auch bei Ehano gesehen. Wer hat das eben im Stream gesehen bei Ehano? Ich weiß nicht, ob einer zufällig da geguckt hat bei ihm. Da hat er auch diskutiert über so ein lachendes Gefäß. Immer zu Schauspielern. Ja, weil das kommt natürlich gut bei den Leuten an. Immer zu lachen. Besonders bei den jüngeren Leuten. Natürlich, die Leute schalten ein, du schreist rum. Scheiße, schalten die ab oder feiern die nicht. Aber du lachst über alles. Ja, Smiley Face. Beispiel, ja, hat Beispiel Mirsa genannt. Er sagt, er ist nicht wie ein Vorbild, aber er sagt, ey, ich könnte auch gerne sowas machen. Aber er kann's nicht. Ehano ist auch ein bisschen feierlich. Er kann's nicht. Wie ich kann's nicht. Hier sitze und lachen, wenn das Gameplay wie scheiße ist. Ich sag das einfach. Und das feiern manche halt nicht. Dann ist es halt so. Genau wie bei Ehano. Er sagt, Ehano kann's auch nicht. Und deswegen feiere ich ihn, den Ehano, weil es genau das sagt, was er gerade denkt. Und nicht, oh Mann, oh, schade, Mann. Warum bewegt er sich gerade nicht? Ich glaube, das ist gerade nicht so ein gutes Zeitpunkt zu spielen und so zu sitzen und alles über alles so zu lachen. Nein, Digga. Ist nichts zum Lachen, Digga. Wenn das so ein scheiß Gameplay Woche für Woche ist, Mann. Da ist man frustriert und dann schreit man ein bisschen rum. Und das ist FIFA. Ist natürlich nicht optimal, ist nicht werbefreundlich. Genau wie der Ehano sagt, wäre kein Pro, wäre wahrscheinlich unerfolg, also wäre nicht erfolgreich auf Twitch, weil er halt kein der Mensch ist halt, weißt du? Ich habe das Glück, dass Leute das feiern, dass ich halt so bin, wie ich bin. Es gibt natürlich auch viele Neider und Hater, ja klar. Sitzen da zu Hause und spielen selber nur bis Silber 1, ja, wie ich schon gesagt habe, ey. Boah, der ist direkt weg. Oh. Ja, moin. Hab ich so günstig reingestellt oder was? Ja, ist direkt weg, der Jack Mac. Ja, moin. Der ist direkt weg. Ja. Hello, my friend. 3175. Scheiße, 35.000 Münzen fehlen mir noch. Ja, Pelé. Was sagt der noch? Wer noch? Was sagt der noch? Ey, Pelé, wen gibt's noch? Oder nur Pelé, sagt ihr? Pelé ist schon... Ja, wäre schon ein lecker Schmecker, wenn ich ehrlich bin, wenn ich die Sets anschaue. Heißt ab Skills. Ja. Das sieht schon gut aus, Digga. Das sieht schon aus, als könnte nicht so ein later Penner sein wie der R9. R9. Ja, ich kaufe mir nochmal R9, jetzt wo ich ihn verkauft habe. Danke dir, Bruder. Ein Tipp. Laka. Muss man halt immer so einen Schauspielkurs einnehmen, Digga. Ist aber auch so. Ehano hat recht. Es ist einfach besser so, wenn du Schauspielerst in so einer Situation. Einfach da sitzen und einfach so schlucken die Scheiße und sagen, ah, schade, Mann. Der ist einfach besser. Ja, ich krieg irgendwie nichts aufgebaut. So. Das ist besser so. Klar. Der Frust ist bei mir groß, Digga. Der Gegner, wie gesagt, es geht nicht um den Gegner in dem Spiel. In dem Spiel ging es nicht um den Gegner. Der Gegner hat normal gespielt, okay gespielt, hat gewonnen am Ende. Es ist einfach der Frust, dass ich meine Spieler nicht bewegen kann über 50 Minuten lang. Ist der Frust groß, Digga. Und das lasse ich dann halt raus, leider. Weil ich so bin, wie ich bin.
auch da sitzen und Schauspieler, wie der Hanno sagt. Da sitzen und sagen, ja, schade, Mann. Bock auch mehr Packs auf. Das, und wenn da kein Workout kommt, dann ist es eh vorbei. Mach ich Stream. Sind noch bei mir, anders sagen. Ja, okay, Digga, ich komm gleich. Gute Laune gehe ich jetzt gleich dahin, ey. Das ist schade, Mann. Ja. Dann hier Legionär nochmal für 1€. Fliege bald nach Hongkong, aber nur ins Stopp. Kann ich vom Flughafen die Skyline oder so sehen. Sonst belasten, ja. Skyline, weiß ich nicht, glaub ihr nicht. Habt ihr schon mal geschrieben? Netflix Grateful, ja, kann ich mal abchecken. Bruder, einfach pushen, das packst du. Push Roto Elite, ein gut gemeinter Tipp, mach ein bisschen Pause. Deswegen, ich mach jetzt auch Ende jetzt hier. Macht keinen Sinn jetzt zu spielen. Hab am Anfang so reingeschissen und die ersten 2 Games verloren. Hab jetzt 12 Siegesserie und hab jetzt 11 geht jetzt nichts mehr. Ja, Bro, bin, hab ausschnüchtern. Nicht, dass du denkst, ich hau die Kohle raus, weil ich voll bin, ja, Mann. Bruder, gib Team in SBC weg. Warte bis FIFA 20. AC ohne Rage ist wie Ballern um mit Kondom. Alter, bester Vergleich. Browns dreht gerade auch durch wegen dem Juan-Spiel. Lass dich nicht unterkriegen. In Carlito, korrekt, Digga, kenne ich ja den Namen. Alter, ich feiere deinen Rage so enorm, weil ich mich in dir 2000 Mal selbst sehe. Nicht, weil ich es sehen will, du dich selbst kaputt machst. Ja, ich weiß, wie du gemeint hast. Danke dir, Lomax, auf jeden Fall. Support. Mach auch die Packs nicht mal auf. Mach irgendein scheiß Video draus. Alter, ich feiere deinen Rage so jetzt enorm, weil ich mich in dir 2000 Mal selbst wiedersehe. Nicht weil IC. Genau, Julian. Will, wie du dich selbst kaputt machst. Hab dir noch geschrieben. Das Gesicht. Messi ist so klein, Digga. Messi und Gomez, das geht nicht. Einer ist okay, aber zwei ist so viel. Pelé, dann mal später, wie die Preise sind von dem. Ah, Henri wäre schon geil eigentlich. Ich hab ihn gefeiert, Henri, aber wenn er so ein unbeweglicher Bastard ist, aber. Aber die Dinger dann macht, habe ich nichts dagegen, wenn ich ehrlich bin. Wenn er die Dinger vorne macht, habe ich nichts dagegen, dass er unbeweglich ist. Kostet auch weniger. Pelé, also Henri, Pelé, so. Oder Cristiano Ronaldo, ich halt zurück. Die Informkarte. Kein Team. Da muss ich gucken, ob ich später einen günstiger bekomme. Ja. Schade. 13-3 ist trotzdem eine gute Bilanz, Jungs, um morgen wieder reinzustarten. Eine gute Bilanz. Schauen wir mal. Ronaldo, Pelé oder Henri, ne, sagt ihr. Könnte ich einen Hero holen, würde ich wahrscheinlich sogar den Hero holen dann direkt. Da habe ich nicht die Münze zu. Vielleicht kommt, stellt ihn da später einer günstiger rein. Hol ich mir den. Wo ist denn der Hero? Ja, da ist er doch. Ja, es gibt noch einen. Ja, moin. 3-4. Auch stabil, ne? Zum Runterkommen. Alles wird gut. Danke, Legionär. Danke dir, Bruder. Danke dir. Wen soll ich denn gleich alles schicken? Zum Revenge 88? Warum pusht ihr alle so? Revenge? Ja, dann würde ich sagen, Jungs, danke euch für den ansatzweise coolen Stream. Am Ende natürlich habe ich doch geraged. Mach ich noch ein Giveaway dazu, Jungs. Mach ich noch beim nächsten Video ein Giveaway. Und ja. Ja, schau mal, Jungs. Also eins von den drei wird es wahrscheinlich Pelé, Henri oder Cristiano Ronaldo. Ich weiß nicht, ob ich Lacazette Bock habe einfach. Lacazette, ich weiß nicht. Ich meine, der ist bestimmt auch geil. Oder Benzema ist bestimmt auch geil. Sind alle geil, aber ich will so ein... Ja, ich brauche so einen fucking Pressure einfach. Der alles auseinander nimmt, so. Der sieht auch geil aus, keine Frage, Digga. 1,75, ja, ich muss mal schauen. Ja. Trotzdem guter Stream, danke, Jungs. Kurzer Stream heute. Oh, Jungs, für den Rage wieder. Soll ich machen. Ihr kennt das doch nicht anders von mir, Mann. Ihr kennt das leider nicht anders von mir. Schade. Wie gesagt, wie ich, die Worte von Erhanu, Jungs. Ich könnte einen Schauspieler haben oder einen halt, der wirklich alles zeigt. Könnte mal, aber ich glaube, ich könnte das einfach auch nicht, die Schauspieler raushängen zu lassen. Zu schwer für mich einfach. Das nicht so Schauspielern bei so einem Gameplay. Das
geht einfach nicht. Ja, ich schwör's euch. Das ging auch nicht an den Gegner, der Rage. Der Gegner hat okay und normal gut gespielt. Um den fucking, um den Dings da. Wie heißt der denn? Revenge? Was macht der denn gerade? AC ist der Beste, Digga. Der ist auch offline, Bruder. Der ist auch gar nicht online, der Revenge. Da hätte ich ihn gehostet, Digga. Ohne Scheiß. Schade, man. So, dann würde ich sagen, gibt's denn noch, Jungs? Der Pro... Thrones noch on? Ne. Thrones noch on? Obwohl, den, der hat eh bestimmt mehr Zuschauer. Sogar noch on, Digga. Dann hoste ich mal jemand Kleines. 14-2, der Pro Owns! 14-2, wie ist das denn möglich? Pro Owns 14-2, da weiß ich schon Bescheid, Digga. Da weiß ich schon fucking Bescheid, was da falsch läuft in dem Spiel, wenn Pro Owns 14-2 steht. Holy shit, Digga. Okay, 7 dann, ja. Brauch ich einen Jack Mac. Jungs, dann sehen wir uns morgen wieder. Alter Frische. Sorry für den Rage, Jungs, ne? Krieg ich euch zu meinem hässlicheren Bruder rüber. Papa. Hat keinen Bock mehr, der Pro Owns. Ja. Hier, 7 in FIFA, geht da rüber, wenn ihr noch Bock habt. Haut rein, Kuss. Mal noch ganz kurz zum Ende nochmal den VIP-Modus aus. Kuss an alle, die kein VIP sind, aber trotzdem korrekt. Kuss an euch, geht raus. An alle anderen. Mögt ihr Durchfall bekommen. So, Jungs, hier nochmal, ne? Geht alle rüber zu den Jack Mac. Danke nochmal, Gulasch, Kopp. Gulasch. Ja, besser Mann. Wir hören uns, Jungs, morgen. Und dann sehen wir uns mal, wie es weitergeht bei dem Spiel. Schauen wir mal. Haut rein, Jungs. Bis dann. Ciao. Geh jetzt mich kaputt saufen in FIFA. Haut rein. Tschüss. Ciao, ciao. R-U-I-A-I. Morgen, Elite. Ja, yeah, let's go. Haut rein, Jungs. Kuss.